Okay. Jo, moin Leute! Jürgen, mein Gutster! Halli mal lange! Schön, dich mal wieder zu sehen. Rudi Fisch, hallo! Nils Otten, ja, hier bin ich. Tut mir leid, ich hatte schon wieder Probleme mit meiner ID und Scheiß und Dreck wie letzte Mal. Sag ich ja, Leute, ich bin hier jeden Tag am Basteln, am Machen und. Ah, ich hab eine Einstellung gefunden. So eine Let's Play-Aufnahme so ein bisschen gemacht für mich, so zum Checken, und die war ganz gut. Da habe ich mir gedacht, auch versuch mal 19er zu streamen, mal sehen, wie das bei euch aussieht. Macht das ruhig mal öffentlich und dann einfach mal gucken, was ihr so seht, ne? Wie wir das immer so machen. Und wenn das passt, dann habe ich die Einstellung, dann kann man das auch dann ruhig mal bestimmte Maps öfter machen. Also das ist so im 19er eine Favoriten-Map von mir. Ich hatte hier schon mal eben zwischendurch angefangen, kurz davor, und ja. Dr. Daniel, moin. Geht's? Corona überlebt? Hab ich gar nicht. Krieg ich auch nicht, weil ich das nicht will. Dann kennst du mich verkehrt. Axel, moin. Was haben wir denn noch hier? Jan, also da hüpfen jetzt ganz viele Leute durch hier, die ich nicht gesehen habe. Ein herzhaftes, kräftiges Moin an alle, die hier drin sind und außerhalb des Chats sind. Julia Stromski, moin. Angie, moin. Minder, bist du meine Angie? Ja. Also wie gesagt, das soll jetzt eigentlich nur ja, darum auch so spät. Ich habe so lange rumgestellt heute gemacht. Ich habe mir noch ein Riesenpaket vor ein paar Tagen bestellt mit Haltern und allen Kram für die Kamera und all sowas. Ih, was ist da los? Das sieht ja auch gut aus. Das sieht ja richtig gesund aus, wa? Naja, gut. Mal sehen, ob ich da noch was gebacken kriege. Keine Ahnung. Ich werde es mal eben so versuchen. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist mit Licht hier. Warte mal eben, Leute. Mach die mal eben aus. Warum geht der denn jetzt nicht? Ach doch, da ist er weg. Gut, ich bin sofort wieder da. Also, ich muss nur mal eben aufstehen. Anderes Licht machen. Jetzt mache ich mich wieder an. Zack. Oh, sag ich noch mehr. Scheiße. Eben war das nicht. Jetzt ist es. Und er kann mit leben, ne? Wie ist denn so das Allgemeinbild bei euch jetzt im Moment? Schade TV, hallo, Janni, wie war? Welche Map? Ja, das möchtest du gerne wissen, ne? Ich auch. Little Momang, ich muss mal eben gucken, ob ich hier noch was gebacken kriege. Da. Da. Das ist das. Ob das während des Streams geht. Nee. So. Ja, das sieht ja ein bisschen besser aus, ne? Ah, muss ich noch mal bei. Ja. Wir sehen hier ganz so bekloppt aus, ne? Sieht aus wie die Beulenpest ab oder was. Lawrence, Morning, moin, Thomas, Urban, moin. So, jetzt hole ich mir den Monitor noch ein bisschen ran. In der Hoffnung, dass ich euch noch ein bisschen besser lesen kann. Komme gar nicht bei dir in Discord. Jung Grün. Ne, warum nicht? Oh, mal gucken, Jung. Paul Meyer, moin. Sehr gutes Bild, sagst du. Gut, das ist schön von dir, Paul. Da kann ich viel mit anfangen. Und ich habe das jetzt so in etwa eingestellt, wie ich den 17er laufen habe. Und demnächst, ich habe Oma überzeugen können, dann werde ich wohl noch ein neues. Ich meine, ich habe jetzt schon eine super Grafikkarte. Aber da toppe ich noch einen drauf. Das Flaggschiff. So, wir spielen einfach mal los jetzt.
Ich spiele diese Map eigentlich schon ein bisschen länger und da gab es ein Update, das habe ich mir jetzt drauf gemacht und ich habe das Land alles behalten können und weitergespielt jetzt. Also die sind alle heiß hier, die Bauern auf. Sind 3-4 Bauern oder was hier auf der Map noch, die Siloballen brauchen und Heu und Stroh und all so ein Scheiß. Ich denke, weißt du was, das Gras ist gerade hoch genug. Gehen wir ein bisschen mähen, ne? Ist gut so, könnt ihr mich gut verstehen und alles. Wieder fast der Alte. Jemand, hallo, ja. Also wenn das jetzt so funktioniert und keine großartigen Frame-Einbrüche oder irgendwas kommt oder sonst irgendwas, so ein bisschen ist immer mal oder so, das ist aber okay. Ich mach mir das mal an. Könnt ihr das auch sehen? Ne, so ein Beten, düdel, wenn das so zu wieder hochkommt, das habe ich im 17er auch teilweise. Das ist okay. Da können wir mit leben. Aber so im Großen und Ganzen, dass das Bild passt und scharf ist und sonst irgendwas. Oh. So, alles raus, was da nicht hingehört, ne? So, gehst du auch? Du gehst auch? Prima, du gehst auch? Prima, weiter. Wenn wir mal ein bisschen Dünger raufklappen hier, dann können wir das mähen oder was, ne? Naja, so gut ist, aber neben Hof ist auch noch. Das ist die Holland Sheffield, Leute. Ich hab's, glaube ich, vergessen reinzuschmeißen. Oh, die Übertragung sieht sehr gut aus jetzt. Eben war so orange, jetzt ist grün. Das ist immer so, weiß ich auch nicht. Aber wisst ihr ja, ich habe eh nicht die allerbeste Leitung an den ganzen Kram. Und versuche immer das Beste draus zu machen. Weil hier geht es um Filme, Videos, um Spaß. Ne? Reden oder schreiben. Und hast ja nicht gesehen, dass wir alle zusammen einen schönen, ruhigen Abend verbringen können. Darum, leider ist es heute auch wieder später geworden. Aber wollte ich ja nicht. Aber das ging leider nicht eher. Oh, den werde ich demnächst auch noch verkloppen, das Ding drin. Den muss ich hier auch noch haben. Oh, ich spiele hier noch mit den Fahrzeugen, die größtenteils mit den Fahrzeugen, die hier drauf waren auf der Map. Hören sich auch ganz niedlich an irgendwie und jo. Mal sehen, was sich so entwickelt. Im Hof habe ich ein bisschen was umgebaut, schon aber auf der Vorgängerversion. Ja, hat alles mit übernommen. Kann ich so weiterspielen. Bis jetzt, darum wollte ich das heute Abend ausprobieren, weil wenn 19er, das seht ihr ja, das ist meine Welt hier, ne, das passt. Ja, bisschen Korn auch noch, aber das gehört nicht mir. Permark habe ich mir schon zusammengedaddelt. Wie gesagt, ich spiele das ja auch zwischendurch schon länger. Warum auch nicht? Nils Orden, das ist die Holland Sheffield. Schreibe ich da jetzt nicht mehr rein, weil allzu lange wollte ich auch nicht heute. Ne? Müsst ihr auch alle morgen wieder hoch oder was weiß ich. Mal gucken, was sich so ergibt. Aber ich habe dann gedacht, ach, sonst checke ich das immer so aus. Aber ich habe heute keinen jemanden gefunden in Discord oder sonst irgendwas. Und wenn man eben reinguckt, wenn ich da einen Probestream mache oder so, dann habe ich mir gedacht, ach, besser geht's doch gar nicht, wenn ihr reinguckt und euer Statement dazu abgibt, ne? Das sehe ich jetzt da. Ja, ist ein bisschen kachelig. Wie ist das bei euch? Was ich jetzt sehe hier und auf OBS ist wunderbar. Die Übertragung ist auch sehr gut von OBS. So, siehst du, warte mal, irgendwie da hinten, die Seite muss ich auch noch. Das gehört auch noch mir, das weiß ich. So kaufe ich mir den Grünland nach und nach zusammen, ne, und allen Kram und dann, ja, mache ich hier Ballen, ne. Was schall, ne, wenn ihr das haben wollt, dann kriegt ihr das, ne. Zeigt das Stück, ne, das ist zu lit, erstmal im Moment, was zeigt immer, dann kommt der Achterlung am Beten. Grünrob, aber hier können wir nochmal einen an lang trecken eben, ne. Siehst du. Dann krieg ich wieder ordentlich was runter. Weil Ballen bringt ganz gut was. Finde ich hier im 19er, also Siloballen verscheuern und so. Und Spaß macht mir das auch, mähen und so was, ne? Ich hoffe euch auch, ne? Gehen wir 2000, moin! Christian Hoffmann, und wie findest du es, dass man eigene Höfe bauen kann?
Wieso? Kann ich um 17 Uhr auch. Muss ich nur, mich nur mit dem Giant Editor auseinandersetzen, dann kann ich das auch machen. Auch kein Problem. Und da gibt es auch genug platzierbare Sachen. Da mache ich mir Platz frei und stelle mir den Kram darauf. Im Prinzip geht das genauso. Was ich gut finde, hier im 19er ist dieser Landschaftsmod mal eben. Ne? Muss einem natürlich auch das Land gehören. Habe ich rausgefunden, aber so mal eben schnell was hinpüdeln. Gut, das kann ich aber zur Not im 17er auch machen. Den muss ich dann nur immer aktiviert lassen, den Mod. Hier ist er automatisch drin. Dieser Landschaftsbaumod, sag ich mal. Und im 17er gibt es den. Die 3060, weiß ich jetzt nicht genau, die funktioniert sehr gut. Man muss die nur mal aktiviert lassen in dem, sonst ist das, was man gebaut hat, wieder weg. Rausgefunden, aber es geht im Prinzip genauso. Das hatte ich euch ja mal gezeigt, da in der PGR Brutz da, ne? Planieren und sauber machen und dann nachher eine Halle hingebaut und sowas alles. Funktioniert eigentlich dann nicht anders. Das haben die hier jetzt im 19er implementiert, den ganzen Kram, und das finde ich eigentlich so für zwischendurch mal eine einfache Sache. Wenn wir jetzt hier mal einen Graben dicht machen oder sonst irgendwas, oder wenn man will, aber nee, das mache ich jetzt nicht, weil das gehört hier hin. Viele sagen, scheiß mit Geben und so ein bisschen. Und ich sage, ja, das ist aber so, ne? Entbesserungsgeben in Holland, das ist gang und gäbe. Mr. Schleicher, einen wunderschönen guten Abend, mein Gutster. Wie geil ihr dazu? Ja, sieht man doch, ne? Nicht schlecht, ne? Wächst und gedeiht alles. Ich sage, immer ein paar schlechte Tage dabei. Darum kann ich eigentlich nicht, lege mich auch nicht so fest mit dem Stream jetzt, mit fest. Und das hier war jetzt ausprobieren und da habe ich mir einfach nur gedacht, och, besser zum Ausprobieren geht's doch gar nicht als mit euch. Na? Bild ist super wie immer. Ehrlich? Alex, ehrlich? Bei dir? Also ich... Ja... Also was ich jetzt in YouTube, in dem kleinen Bild hier sehe auf dem rechten Monitor ist... denke ich mal, könnte man noch ein bisschen. Also hier in OBS ist rattenscharf, genauso wie das, was ich sehe jetzt hier. Da bin ich noch an Arbeiten. Aber wie gesagt... Ich habe Oma Wappen, die Frau ist fast rum. Dann gibt es hier noch eine kleine Toppung. Demnächst, eventuell, mal gucken. Ich muss erst mal sehen. Ich habe auch ein paar Mark gespart. Wollte sie noch was draufpacken, mal sehen, ob sie es macht. Und dann... Oh, die Grafikkarte, die kostet so viel wie ein ganzer Rechner. Da kannst du einen guten Gaming-Rechner für kaufen. Ja, wenn du Global Company benutzt, kannst du auch Felder pachten. Nee, mache ich nicht. So wenig Scripts wie möglich. Umso besser läuft das Spiel. Oh, nicht packen, ich kaufe mir die. Super, dass du streamst. Der Abend ist gerettet. Felix, ja, moin. Ja, du, ich sage ja, so oft wie möglich, aber das ist alles bastelmäßig nach Umbruch und so ein bisschen. Und so, fahren wir nochmal eben lang hoch. Jo. Dann gucken, da können wir auch den Drescher, muss ich hier kaufen noch, habe ich noch nicht. Aber im Moment juckt mich das erstmal nicht. Ist das auch unser hier? Keine Ahnung. Nö. Kaufe ich jetzt auch nicht. 64 auf der anderen Seite, da kann noch was drauf, eventuell. Neben Hof, die Dinger, die können wir abmähen gleich oder was weiß ich. Mal eben gucken. Oder war ich hier schon irgendwann oder was weiß ich. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber Dünger muss haben, ne? Nützt nichts. Ja, Jauche fahren. Ich habe mal noch eine andere Map, die ich spiele, so ein bisschen hügelig und also was. Und, na? Ja, was ist denn los? Passiert nichts. Ich auch raufgefahren, da war wie so ein Film oben draus, wenn da Wasser oder so drauf steht oder so, fand ich doof. Moin Butcher und Chat, schön dich wiederzusehen, Butcher. Landtechnik Video Niedersachsen. Einen wunderschönen guten Abend. Schönes Reinguckst. Machst du wieder Let's Plays? Theo, ja, sollen auch wieder kommen. Aber wie gesagt, ich bin, ne? Ich habe eine Masse durch mein Krankheitskram hier. Ja, verloren. Das ist irgendwo in irgendeiner Schublade im Kopf, sag ich mal. Aber es ist teilweise schwierig, das da rauszukramen, ne?
Nee, die ist ruhig, die Map hier. Die macht echt Spaß, finde ich. Oh, das Problem hatte ich ja letztes Mal auch schon im 17er noch wieder mit der Knöpfe, aber die sind eigentlich genauso eingestellt wie im 17er so und kriegen wir hin mit der Zeit. Ich muss immer fleißig spielen und dann wird das was. Ne? Übung macht den Meister. So sieht das aus. Wie eine Umkarte hier. So, kommen wir jetzt mal nach dem Hof. Mal sehen, wie das da war. Moin, kannst du mal Lars grüßen? Moin, Lars. Ein wunderschön. Können kann ja alles so. Scania. Moin. Mach langsam und. Na, und? Schüttrist dich nicht? Nee, mach ich nicht, Theo. Nee, aber auf alle Fälle will ich auch wieder Let's Plays mit einbauen, weil die machen auch Spaß zwischendurch. Alleine wenn man jetzt mit der Story und so, ne? Das macht mir einfach Bock. Wisst ihr ja. Und euch ja auch. Tante Ilse und so, ja, die muss ich mir hier noch mit der Sprache einbauen. Da habe ich noch einiges im Kopf. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen was bestellt auch noch und muss ich mal sehen, wie ich das die Tage hier mit reinfummel und in Ruhe und dass das bequem ist und tüdelüt und dann läuft das schon. Dann habe ich wieder so eine Spielecke, schöne Hölle. Habe ich ja so auch. Hier bei Insen, glaube ich, ne? Oh ja, das ist eng. Ach, haben sie einen Baum weggenommen oder was? Ist doch genial, Alter. Und dann muss ich mal eben hinfahren. Muss ich gleich mal hingucken. Dann ist das ja easy mit Tüdelüt. Huch. Wie sieht das da aus? Wie komme ich da? Oh, Ding hier. Weiß ich auch nicht. Ist da kein Heck oder was? Ist das auch meins? Wisst ihr, ich weiß schon gar nicht mehr, was meins ist und was nicht so. Bin lange nicht gedaddelt, das Ding hier. Aber das kriegen wir alles wieder hin. Hier 15, 16. Ich stehe so. Dann ist das Schob. Nee, das ist noch nicht meins. Nee, wollen wir jetzt auch nicht. Drescher brauche ich auch noch, weil die wollen die alle gedroschen haben. Jetzt, das geht langsam los, der ganze Kram und so. Und dann werde ich mal, wenn das jetzt, wie gesagt, spielbar ist und gut aussieht, das sehe ich ja morgen auch noch. Wo wollte ich jetzt denn hin? Hier wollte ich hin. War das hier? Irgendeiner, eine Henle. Ah, die haben den Baum umgesetzt, glaube ich. Nee, doch nicht. Angekackert. Oder haben die das Tor dicht gemacht? Was meinen sie da? Mal gucken. Oh, das steht gut. Eine schöne Ecke hier. Was? Oh, mein Gott. Wo sind wir denn jetzt? Komm mal an hier. So, zack. 16. Wo bin ich jetzt? Auf 16. Die kostet 219.000. Die kaufe ich doch, wa? Land kaufen. Jo, und so. 16 und 14 haben wir jetzt gekauft. Gut. Klappen wir hier nochmal ein bisschen Tüdelü drauf. Dann können wir die gleich mähen. Ist das so okay mit dem Trecker-Sound oder ist er zu leise oder müsst ihr sagen? Ich habe hier meinen Knopf zum Umstellen. So. Boah, ich das schon sehe, ne? Da komme ich Gallo, ne? Da brauche ich gar nichts machen, da passiert auch nichts. Also ist da Gedünge drauf, genug drauf. So, dann können wir hier anfangen zu mähen. Wollen wir den Kram und dann können wir das dann neu düngen. So, zack. Live, OMG, Power Gamer Live. Moin, guten Abend, Butter, welche Map ist das? Haha, IAC, ja, ne? Welche Map macht das sein, du? Und das alles so genau wüsste, ne? Sie Holland Sheffield. Meine Welt. Von unserem lieben, ja, Mike Modding, ne? Und der hat noch so ein paar schöne Schätzchen gebaut. Bin ich auch bei. Da wisst ihr ja, ne? Alles, wenn mir das nicht so gefällt, dann spiele ich das nicht öffentlich. Und den 19er öffentlich, das war ja eh so eine Geschichte. Also richtig, das da oben ist, als wenn da so ein Milchglas drüber gelegt ist.
Sieht das bei euch denn gut aus, oder was? Wenn der morgen von YouTube verarbeitet ist oder so, dann kann ich sehen, ob das okay ist oder nicht. Selbst wenn wir so ein paar Frames mal eben so klack einbrechen, was ist denn auch pipi? Das verspreche ich mir eigentlich, denn ja. Nehmen wir den erstmal, habe ich vorher auch mitgetüdelt und gemacht und so, da geht Schnauze voll. Den brauche ich nicht mehr im Moment, das. Ja, das ist mein Hof hier. Aber das ist das Update jetzt von der Karte. Und trotzdem gehen die Türen nicht auf hier. Woher gehen sie auf? Jetzt irgendwie nicht oder was? Hm, keine Ahnung. Geht die denn auf und zu? Ja, das finde ich immer doof, ne? Hier sind Hallen und Tore und hast du nicht gesehen und allen Kram und nichts funktioniert vernünftig. Das finde ich also. Aber die Fahrzeuge hat er schon ganz niedlich ausgesucht. 27er, jo, das ist okay. Schönes Wohnhaus, das sieht ganz nett aus, finde ich. Ah, ist so ein bisschen meine Welt, so, hohen Backstein und so. Ja, viel gut. Hä? 300er, der hat einen schönen kurzen Radstand, da kann man gut mit Ballen pieken. Und mal sehen, wie weit wir kommen heute, ne? Also. Auch Leute, wie heißt die Karte? Peggy, Michi, ja. Holland Sheffield heißt sie. Von Mike Modding. So, Schwanau, der war hierbei. Das habe ich selber hingebaut, so ein bisschen. Hier so, wow. Eine Matsche-Ecke war, ich denke auch scheiß einen drauf. Das ist die Kuhweide. Nö, ich hau erstmal das jetzt runter da gleich. Ne, so habe ich meine eigene Werkstatt hier ein bisschen und meinen eigenen, ja. Ne, das ist ein Mod, glaube ich, der Kercher hier. Habe ich damit reingeschnippelt, das passt gut. Für das, was ich im Moment vorhab hier und mache, Bild und Ton, so lala. Moin Opa, Henry, siehste, danke schön. Der Ton, welcher Ton? Mein Ton oder das von den Fahrzeugen? So lala. Hm. Also kommt das doch hin, so was ich da so, ne? Das kachelt, ne, Henry? Also bei mir, was ich jetzt sehe, ist wirklich rattenscharf. Das ist die Übertragung von Dings. Ich versuche mal eben was. Mal sehen, ob ich den noch so hinkriege. Spiel speichern. Speichern. Besser ist. Mal sehen, ob ich das während des Streams an einstellen kann. Slow. 4-4. Der muss ganz schön rechnen. Das ging dir. Vielleicht noch mal ein paar Byte, die ich noch hab, höher. Mal sehen, ob da was passiert. Das geht sogar während des Streams. Oh. 4-4, 4-4, 4-4. Mal sehen. Oha. Oh. Ach ne, der muss erst wieder rüber. YouTube braucht noch ein bisschen. Aber ich gehe deswegen jetzt nicht nach Twitch oder irgendwie sowas da und Krams, ne? Soll noch spriten? Ne. Oh, lieber erstmal spriten, ne? Ja, dann mach ich mein Geld im Moment mit. Also Henry, war Fahrzeug, Opa, was? Fahrzeuge, Opa, bitte LS17. Die Fahrzeuge sind zu leise. Ja, LS17, Henry, das ist ja jetzt auch eigentlich nur ein Check. Ne? Heißt ja auch der Titel, muss sein, ob Guide, ne? Felix. Kuhnkombi ist schön, ja, und einen wunderschönen Namen Butcher, PGR, Marco, Bauer, Lars, moin, moin Opa, schön dich zu sehen. Der 17er bleibt auf alle Fälle, Leute. Ich muss mal eben
Gucken die Fahrzeuge ein lauter machen. Mal eben sehen. Was war das jetzt? Ja, wo ist denn das? Ne, auch nicht. Da. Lautstärke Fahrzeuge 80. Umwelt, die stehen. Gut. Fahrzeuge ein bisschen lauter machen. Sieht alles gut aus. YouTube eher am Schwächeln. Möglich. Ich habe jetzt ein klein bisschen mehr. Ich gehe nicht per 1000 Byte höher oder runter oder so, sondern Umweltlautstärke. 90. Mach mal. Mal gucken, was passiert. Radio brauche ich nicht. Lautstärke Menü brauche ich auch nicht. Lassen wir einfach mal. Spiel speichern. So. So. Sind die ein bisschen lauter? Hani, moin gibt's doch gar nicht. Gerade die piepern und dann Butcher, super. Siehst du? Moin, Manni. Ja, wir sind hier alle am Einstellen. Ihr helft mir alle. Cool. Einfach ein bisschen rumdödeln. Sag ich doch, das ist. Die Schleicher, die sind nicht zu leise. Der Sound ist okay. Okay. Sound ist doch gut. Ja, und wenn ich hier sabbel und so, Ausschlag ist gut. Ja. Ist ein kleinen Tacken lauter. So soll es auch sein. Oh, tanken wollte ich, ne? Oh. Jetzt habe ich mein schönes kaputt gefahren hier. Das geht ganz gut hier. Nee, Quatsch. So, ja. Diesel, Start. Mal rennen dann mit dem Auto. Robbie Niklas, moin! Na, aber ihr wisst ja selber, ne? Also da bei mir, das muss so gut wie möglich und muss passen. Und wenn das zu schrottig aussieht in YouTube oder so, dann mache ich den 19er nicht, ne? Tim Brunner, bin auch wieder da. Schön, Tim, moin, Mario Valentin, Bild und Ton top. Jawohl. Das Bild ist auch top, also jetzt nicht gelogen. Sag wirklich, wie das ist. Da kann ich mit üben, das ist überhaupt kein Thema. Das ist für mich dann nur eine Hilfe, die ihr mir gebt, ne? Jetzt die Map oder eine andere oder sonst irgendwas, aber dann habe ich dadurch einen Anhalt, wo ich mich dran halten kann oder wo ich nachher weiß im Nachhinein, oh, da muss ich noch ein bisschen anfeilen oder was, ne? Weil das ist ja nun ja, ein Stream oder ein Video oder ein Film oder wie man das auch immer sagen will, und das sind bewegte Bilder und die müssen stimmen. Ne, so ein Grimmelkram, ne, da muck ins Boot. So waren wir stehen geblieben, hier bei den beiden eine Höhe hier, ne? Die Imsen, ne? Hier, daher dazu, ne? Und knabbern wir die Scheiße ab da und das ist doch gut. Oh, kommt nur noch ein Lasterbogen an, so. Oh, krass mache ich gerne, weiß ich auch nicht. Ist auch hier, wenn sie live mean und so da. Wo sind wir denn jetzt? Oh, ich muss mich mal wieder einfummeln. Hä? Da oben. Zack. Zack. Klaus Appen. So, ja, den mal aus und dann mal eben sehen, ob ich auch ein Bild kriege. Ja, der spinnt auch schon wieder, siehst du hier, der rollt von selber vor, wie die Bremse loslässt. Hatte ich alles eingestellt, das hat alles funktioniert. Oh, er macht ein Bild, ist da nicht prima. Mal sehen, ob die anderen Knöpfe jetzt auch alle so funktionieren. So. Ein bisschen was kriegen wir da zusammen. Wo ist der denn jetzt? Achso, der ist aus. Wieso geht der runter? Den Hut wieder einmal. Das funktioniert. Okay. Ja. Ja, mal gehen die Knöpfe und dann wieder nicht und dann machst du das Spiel neu an, dann lässt man die Knöpfe vom Lenkrad nicht und ach, ist das alles. Aber gut, euch zuliebe setze ich mich dahinter. Ne, wollen so viel nachfragen, auch macht doch mal, habe ich euch auch gesagt. So, dann wollen wir mal gucken. Ja,
Moinsen, sagt Gaming Boy. Moin, Bild ist top. Kacheln kommt eh vom Upload. Nutzt du einen PC oder greifst du das Spiel mit einem zweiten Rechner ab? Manni, mein PC, wie immer. Das ist im Prinzip, funktioniert das so ist das eingestellt wie der 17er. Ein bisschen anders. Aber guck dir das in Ruhe an, Manni. Können wir mal über schnacken dann. Dann krieg ich schon hin. So, ich habe Oma so weit rum, noch vielleicht eine neue Graka krieg ich noch. Und immer sehen, was da passiert. Mit zweiten Rechner das ganze Getüdel, das sehe ich jetzt irgendwo nicht. Kann ich. Ich habe auch die von Elgato, die Capture Card. Und den ganzen Kram, aber nö. Hier noch eine zweite Kiste laufen haben und so. Das muss der machen. Dafür war der teuer genug. Und der macht das im 17er, dann muss er das im 19er auch machen. Also, wenn er es nicht macht, dann ist da irgendwo was zwischen. Was ich will oder sonst irgendwas. Weil ich sehe das hier wirklich rattenscharf. Und das ist ja nun mal so eine, eben mal eine Checkung, ne? Oh, yeah, zack. Oh. Einmal und zu. Oh, das klingt auch einigermaßen. Ist dein Leben wieder normal? Lauren Sandmann. Wieso? War das schon mal unnormal? Ist das dein erster 19. Opa, Stefan? Ja, ist mein erster. Sonst habe ich immer 17 gespielt, da funktioniert das ja mit dem Gucken und Aussehen und allen Kram, ne? Und dann wollen wir jetzt mal sehen, ob wir den nicht auch zum Laufen kriegen. Das gibt's doch gar nicht, ne? Einzeln ausheben geht auch. Ja. Mal andersrum. Das ist doch beklappt hier, meine ganzen Asteritis hier. Zack. Oh, das geht auch. Oh. So gut, jetzt sehe ich das auch ein bisschen mutschelig, aber das ist jetzt hier, weil er mit bewölkt ist oder was weiß ich und sowas. Bei mir verschwimmt das Bild auch nur, wenn du dich bewegst, sonst geht es. Ja, siehst du, es verschwimmt das doll. Landtechnik Niedersachsen, also sagen wir mal 17er ist besser, ne? Wohl so, sag ich mal, mit dieser Map macht mir das schon ganz gut Spaß, aber ich habe auch alle Updates drauf und alles, was sein kann, muss, hast du nicht gesehen. Da sind noch keine Fehler in der Lok oder sonst irgendwas. Alles gut. Trotzdem habe ich immer mal so ein Frame-Tüdelü da drin. Dropping. Auch mal sehen. Das andere Ding eventuell krieg. Hoffe ich, dass die noch ein bisschen. Ja, rendern tut ja der Rechner eigentlich bei mir. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Das weißt du doch nicht, du Arschloch. So ein Zaun ziehen oder was? Spiel mit Hessen Gaming spielen. Was? SB. Spiel mit Hessen Gaming spielen. Was soll das heißen? Spiel mit Hessen Gaming spielen. Opa, das ist Milchig. Henry. Ja, aber das sehe ich jetzt auch im Moment, weil das ist auch bewölkt etwas oben. Also, wie gesagt, ich richte mich jetzt, einmal gucke ich links, ob das doll kachelt im OBS. Nö, das geht. Wenn ich jetzt von außen gucke, dann ist es nicht mehr so milchig. Siehst du das? Ist die Scheibe wohl oder was? Ne? Das sind so Sachen, die hat man mehr oder weniger im 17er nicht so. Also das ist noch Nachholbedarf, gewaltiger im 19er. Gut, wenn ich jetzt alleine spiele und das nicht streamen oder sonst irgendwas, denn
Der Rechner, der klödert so ein bisschen da unten vor sich hin. 4,5 überträgt, das ist alles grün. In YouTube ist auch alles grün, der Strich, der Balken. Also von daher gehe ich mal von aus, das klappt. Aber ich sehe es wirklich rattenscharf und so möchte ich euch das auch liefern, wenn es geht. Na, ist klar, wisst ihr ja. Holland Sheffield Map, jo, André, moin. Jo, alles klar, Henry. Ja, aber schön, dass du mir Feedback gibst. Das finde ich toll. Da kann ich dann, ne, guck, jetzt seht ihr das so. Wenn ich jetzt wieder von innen gucke, dann seht ihr das. Das Glas, das flattert dann auch so ein bisschen und so einen ganzen Kram. So sieht das milchig aus. Seht ihr das? So, jetzt gucke ich dahin. Jetzt gucke ich von außen auch dahin. Da hinten ist es auch giesig. Aber hier im Spiel zeigt mir das Sonne und bewölkt oder irgendwas, ne? Dass das davon kommt. Naja, wollen wir mal gucken. Aber danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid und mir so ein tolles Feedback liefert. Ehrlich, zusammen kriegen wir das hin und dann wird uns das wieder Spaß machen. Na, komm her hier. Denke ich mal, ne? Und dann wollen wir zusehen, dass wir da jetzt, ich will jetzt nicht auch nicht nur 19 spielen. Also keine Angst. Ich habe sogar vor, zurück nochmal den 15er wieder anzugreifen, ne? Das sind ja auch die Stories drauf, ne? Muss ich mir selber nochmal ein bisschen wieder reinziehen und so, aber größtenteils habe ich das im Kopf noch. Und dann werden wir da auch weitermachen. Also wir haben 17, haben wir jede Menge zu tun, ne? Bloß beides jetzt. Wenn ich nachmittags hier schon mal sitze und an dem 19er rumfummel und an meiner Hardware kam hier und so, um das so best wie möglich hinzukriegen, dann fange ich abends nicht mehr wieder mit einem komplett neuen Thema an, ne? Und so habe ich eben gedacht, ach, warum nicht, ne? Alles klar, sagt Henry. Jo, Pyro, welche Map ist das? Ja, genau. Hat André schon reingeschrieben. Spielt im Moment erstmal gar keine Rolle. Da geht es erstmal darum, dass das vernünftig läuft. So, und wenn ich jetzt einen Anhalt habe und das morgen in YouTube sehe, zum Beispiel, bevor ich das veröffentliche oder was auch immer, wie auch immer, dann habe ich für mich einen Anhalt, okay, so lassen oder nicht. So wie ich das sehe, so möchte ich euch das geben. Oh, ich denke mal, so ein paar Balken mehr, dann wäre die ganze Geschichte geritzt, aber ich habe sie leider nicht. Ja, jo, mehr ab den Kram hier. Siehst du, da hinten ist auch milchig, das ist diesig, ne? Sei denn, bei dir kachelt das wie sonst was oder so. Also ich habe schon mal ein paar Probestreams gemacht mit dem 19 und die sahen gewaltig schlimmer aus, wie das, was ich jetzt sehe auf dem... Das kachelt auch, ja. Nee. Aber das kriegst du auch nicht weg. Versuch noch mal eben was. Mal sehen. Warte mal. Ich versuche noch mal was. Mache ich jetzt. Den habe ich nicht so eingestellt. Mal sehen, ob Rechner das mitmacht. So, jetzt sollte noch bessere Quali kommen. Muss ich nur sehen, ob die Leitung das macht. Weil dadurch auch ein bisschen das Datenpaket größer wird, was umgerechnet wird, ne? Drei und der Schwank. Mal sehen. Mal sehen, ob jetzt das Bild bei euch allgemein einen Tacken besser wird. Und wenn der das durchhält, also die Leitung jetzt, das sehe ich ja an den grünen Balken da oben oder so, dann kann ich das in Zukunft so hochnehmen für den 19er. Weil das ist jetzt äußerste Schmerzgrenze, die Leitung, ne? Aber da nochmal bitte ein Feedback, ob das ein bisschen besser bei euch geworden ist. Timo, ja, Holland Sheffield. Albi, moin, Mignon, Jung Grün. Oh, danke schön für deine Herzileinste. Aber wir müssen auch mal wieder klönen, ne, Jürgen?
wenn minimal, aber vielleicht ist das bei einem einen oder anderen irgendwie dadurch ein bisschen besser oder weiß ich nicht. Was ist dein Lieblingsessen und Trinken, Butcher? Ja, geplockten Pinken mit Hack im Pott. Mein Lieblingsessen. Ne? Und trinken so einen anständigen Kasten Bier, ne? Kacheln geht in Ordnung. Manni, jo, danke. Gut, wenn ich mich jetzt ganz schnell bewege, okay, das kann angehen. Das Das Milchige kriege ich jetzt nicht weg im Moment. Ich muss auch meine Knöpfe mal bewegen hier. Das ist auch alles Funktionsknüppel hier. Müsste ich jetzt einen Tag durchlaufen lassen, dann vielleicht ist auch der nächste Tag nicht bewölkt oder dann sieht dieses ganze Bildschirm wieder anders aus. Liebe Grüße aus der Schweiz. Lukas, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du reinguckst. So muss das sein, Opa. SB, yo, machst du eigentlich was mit Janni? Nö. Oder habt ihr was gesehen? So, ich muss mich erstmal selber wieder zurechtfinden. Ne? Und hier regel ich mich wieder nochmal Ilse und so und Tüdelhü wieder. Und ich hab noch so wie gesagt noch. Einiges oder einiges, vieles im Kopf. Technik, Tüdelüt und hin und her. Und das muss ich hier noch immer wieder umsetzen, die Tage. Darum sind auch immer Streampausen da drin. Also jeden Tag sowieso nicht. Ne? Also verrückt machen ist nicht. CDX Racer besser als der Nobelchair. Oh Mann, ich kann nicht unbedingt sagen. Also dieser ist für, weiß ich, 150 Kilo. Die wiege ich ja nicht. Sag ich mal, aber der ist urbequem. Manni, setz dich in ein Auto, wenn du Zeit hast, komm her, kannst ihn ausprobieren. Oder beim Minium, ne? Haben die den teilweise auch, dann kann man da auch hinfahren und den mal auschecken. Also ich möchte nicht mehr missen im Moment. Der Nobles Share ist aus, wenn ich mir einen holen würde, wäre der aus reinem Leder, ne? Aber ich schwitze hier auch nicht drin. Also ich habe hier auch seitdem keine Kreuzschmerzen mehr oder irgendwas. Kannst auch geil im Fernsehen gucken, kannst die Lehne ganz nach hinten machen und all sowas, ne? Hm? Sabine Holler, moin, ich komme aus Österreich, geiler Livestream. Dankeschön, Sabine. Diese Nacht wird so, ja gut. Hm. Thomas auch, moin. Hä? Ist das Master? Ja, moin. Mal sehen, ob wir mal so ein klein bisschen in die Gänge kriegen und dann... So. Und dann werden wir das sehen. So. 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 Ne, und um die ganzen Feinheiten, wenn das alles so vernünftig läuft und wieder so zur Routine geworden ist, dass das funktioniert, dann... Ne? Das sind die Scheiben vom Trecker hier sozusagen. Das Licht, was sich da drin spiegelt oder was. Das ist ja in echt auch so ein bisschen, ne? Ja, das habe ich so im 17er nicht, aber mal gucken. Einfach mal schauen. Wie gesagt, den 17er machen wir auch wieder. Jetzt geht der hoch. Hat der Knopf jetzt, das ist eigentlich mein Hutteil hier, mit dem zu tun. Oder also sowas Schwachsinniges so. Ne? Ist wieder auch noch, oder was? Ne, Quatsch, der. Das war alles richtig eingestellt, der ganze Dreck. Das Spiel mal an und dann geht irgendwo nichts mehr, oder? Das ist nur noch den anderen oder so. Also das ist so irgendwo zum Patzen. Was hat Fahrrad? Power, moin, Master, was ist mit Ilse passiert? Die ist auch auf. Können wir spielen? Auftrag habe ich da, aber wir werden Ilse nicht hören.
Oder wenn denn nur selten, weil die hat sich eine Kreuzfahrt gegönnt mit Bruni, ne? Karl-Heinz, der stob dann auch irgendwo rum, ja. Ja, der Tempomat geht auch nicht. Ich schalte der wieder ab, der wieder rein und oh. Ja, das wollen wir so abfressen, das Stück hier. Hey, kennst du Falk, Gaming Boy? Wieso? Muss ich den kennen? Wer ist das? Was ist mit Ilse passiert? Ja, habe ich dir doch gerade gesagt. Ist der Morgentau im Spiel? Ist doch morgens. Fliege ist mit dem Dach weg. Achso, brauchst nichts mehr einstellen. Alles gut, du. Nils, ja gut, danke. Weggucken. Wie ist denn das? 8 Uhr und? Ja, genau. Das ist Mogli. Ich mähe das einfach erstmal so runter jetzt. Auch wenn das nicht so ganz richtig sein sollte. Das kommt mit der Zeit. Und Spaß macht mir die Miep hier. Wie gesagt, ich habe noch ein paar und mal sehen. Ja, für mich alleine ist die Map groß genug hier. Wunderbar. Wie froh ich bin, dich wieder gesund zu sehen. Hier ist Karl-Hans. Heißt mein Schafbock. Ja, ne? Siehste. Tempomat. Oh, er geht. Ist ja mal cool, wa? Ja, wie gesagt, die Trecker waren dabei. Das vordere Mähwerk habe ich mir dazu gekauft. Hinten das Fahrrad, glaube ich, auch hierbei. Soweit. Und da habe ich mir gedacht, oh, gut, ich kann jetzt an den Trecker nicht so viel einstellen wie im 17er. Müsste ich mir andere suchen. Auch Mond mit bei von dem hier, aber mal sehen. Den lassen wir erstmal. Der klingt einigermaßen nicht so aufdringlich, ne? Oh, wollen wir gucken. Die Map ist klasse. Karl-Heinz. Ja, ich finde die auch gut. Ist offen, ganz weit gucken. Schöne Häuser. Aber hat er gut gemacht. Das war ja ein Problem bei mir zu Anfang bei 19, ne? Weil überall jede Map, die gebaut wurde, waren immer die gleichen Häuser, ne? Irgendwie aus der Original und so, ne? Das ist schon irgendwie, weiß ich auch nicht. Hier ist schon ein bisschen Atmosphäre drauf, finde ich. So, wenn ihr das jetzt noch einigermaßen gut gucken könnt, also ich, was ich da gerade sehe, ist hart an der Kackgrenze, ehrlich. Wenn ich das jetzt mit dem Bild im Kopf mit dem 17er Vergleich. Ne? Komm in deinen Discord nicht rein, Jürgen. Nee. Hatte ich aber auch die Probleme da. Waren meine Button weg und allen Scheiß die Tage und auch alles nur durcheinander. Also, wollt's nicht mehr? Oh, komm, Junge. Ach, denn nicht. Muss ich ja wieder mein Gaspedal fahren. Luca XD, da bist du immer. Bist doch immer bei Butcher Super Over Money. Wer? Ich? Luca, warte. Welche Karte spielst? Sabine. Holland, Sheffield. Hast du Instagram? Ja, irgendwo, das hat mal jemand für mich eingerichtet. Kann angehen. Mach ich nur nichts drauf, ne? Kann es nicht noch mehr machen. Machen wir hier um den Kram kümmern, dass das vernünftig funktioniert. Ja, ganz genau werde ich das morgen sehen. Eventuell noch ein paar Einstellungen, aber dann, wie gesagt, dann ist Ende der Fahnenstange. Und wenn das denn nicht richtig geht oder so wie im 17er, dann ist Schluss mit dem 19er. Oh, 17er nicht. Deswegen können wir mal Lostbay spielen, Landwirt 17. Wieso?
Was wolltest du, das Streamen mit Butcher spielen oder was? Was? Reine Preisfrage. Zu hinten, oder? Gibt's ja auch, was? Na ja, mal gucken. Kannst du mal 17 online spielen? Marshall, ja! Wie online? Ja klar, mach ich doch immer. Ich stream, ist das online, ne? Weißt du was, Gamma Power? Glaub ich dir mit dem modernen Zeugs nichts wird einfacher, immer schwieriger. Ja, nicht unbedingt gerade für mich. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass die Leute, die dahinter sitzen und das entwickeln, auch irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht haben, ne? Da auch nichts mehr in die Birne geht oder so. Mein ETS kriegen sie auch wunderbar hin und das ist auch eine ganz andere Spiele-Engine. Warum wird die nicht hier eingebaut oder sowas ähnliches oder so entwickelt? Ist ja nicht alles scheiße, das sag ich ja auch nicht. Ne? Aber sich jetzt hier in den 19er so reinzuknien wie im 17er und 15er, wo ich dann noch gemoddet und gemappt und allen Scheiße, das sehe ich denn irgendwo nicht. Ne? Das wurde so groß kotzig angeprangert mit allem und dran, also da hätte man noch ein bisschen was tun können, aber naja gut. Butcher, das mit den Tempomaten kann von dem Bremspedal kommen. Da braucht man nur eben dran kommen, dann geht das raus. Bei mir ist das auch so gut. Ja, ne? So, jetzt bin ich da nicht dran, jetzt trete ich nur, ja, jetzt geht er. Weil ich habe mir den Tempomaten auf eine Kupplung gelegt, das geht hier im 19er, ne? Ich muss nur die Kupplung treten einmal und zack. So, siehst du, da haben wir abgefressen. Können wir da erstmal ein bisschen was machen und dann haben wir ja schon mal einen Teil weg. So. Kann man zusammen spielen, ja. Ich habe neuen Sand drin, muss herkommen, Gamer. Neuen Sand in meine Sandkiste von Oma gekriegt, weil die Katzen alles dicht gepisst hatten da drin und den ganzen Scheiß, ne? Da können wir eine Runde spielen. Kann noch ein Loch im Garten, da können wir Murmeln spielen. Auch geil, ne? So, geht das jetzt? Aus. Aus. Hoch. Hoch. Klapp 1 gehen. Ne, will er nicht. So. Ein bisschen blöd, aber kann ich auch rüber machen. Oh Mann, Klapp 1 geht, so. Kann man zusammen spielen? Das Gamer, das geht bestimmt. Mit irgendjemand kann man auch mal spielen. Habe ich früher als Kind auch gemacht, mit jemandem zusammen gespielt. Du nicht? Ne? Hier ist kein Heg. Muss hier hinten wieder durch. Na gut, dann fahre ich halt da hinten durch. Komm doch schon raus, was ich will, das kriege ich. Gute Nacht, Opa, schlaf, nachher gut. Sorry, 19, gib mir nichts. Henry, nee, okay. Ich mach die Tage auch wieder 17. Ne? Da haben wir noch so viel zu tun, oh. Beißen noch, dreschen und auch hier und da was und machen wir. Natürlich, das war ja auch, wie gesagt, nur eine Checkung heute. Ich hab's für den Update. Ich denke, na, muss ich jetzt neu anfangen zu spielen oder nicht? Was ich so für mich mal so rumgedödelt hatte. Man muss ja irgendwo mal ein bisschen wieder anfangen, irgendwas machen und so und das hat. Na, wir machen den 17er wieder auf alle Fälle. Na klar, das ist unser Highlight, ne? Schön, dass du wieder da bist. Ria, Kopf, ja, moin. Und so weiter, oder? Ja, ja. Und jetzt stellen wir erstmal eine EG. Und schnappen wir ihn hin. Ne, den anderen, den 512er hau ich weg, eine Gurke. Kloppen wir die Grütze, den stimmt nicht, stellen wir ihn wieder rein gleich, ist er weg. Was macht die Angelei? Janis, Rickard, ja. Hier bei uns in den Gräben habe ich keine Lust, du. Mal gucken, ob ich mein zweites Auto mal irgendwie kriegt wieder und dann bin ich regelmäßig verschwunden an der Ostsee und so. Wieder, wo ich früher war, ne? Jo, aber sag ich Bescheid. Moin Butcher, was macht die Angelei? Ja gut, aber welche Karte ist das? Oh Thomas, mein Gott, wie oft soll ich das noch erzählen? Ah. Lora, Lora!
300 daher. Das finde ich auch gut. Soweit. So, lass ran. Ne, da gehen zwar auch nicht Türen und Fenster nicht auf, aber der klingt ein bisschen anders schon wie Original und all der ganze Kram da. Und manuell ankuppeln hatte ich auch hier drin, aber das machte Rabatz damals. Waren nur Log-Einträge, Lua und hast du nicht gesehen und Scheißdreck. Ich sag mal, sowas sollte man vorher testen, das ist ein kleines Script, wenn man das hier schon reinsetzt. Ja, das ist eben halt nicht. Ich mach hier dieses bisschen wieder aussteigen, wie ein 17er, ne? Tja, oha. Ich glaube, ich mache den immer sauber und heile, wa? Das sieht ja alles aus wie Sau hier, der ganze Kram. Weiner zum Schluss mit einer Regen ist der. In Brachel kann man, in Brachel, nee, ich hab meine Stellen an der Ostsee, Meeresangel. Ich mag auch lieber Meeresfrüchte. Früher viel in Skandinavien, Dänemark, Norwegen und so weiter. Da möchte ich wieder hin, ja. Noch 4 Wochen Urlaub machen und dann mal wieder richtig angeln. Wie hoch hast du die Kantenglättung? Bei 1040p. Sieht ja gut aus, ja, ne? Ich glaube auf 16 oder so. Weil meine Kiste schafft das eigentlich. Ne? Joa, der hat nur Probleme mit Umsetzung hier. Mhm. Ist nur die Leitung halt nicht groß genug, ne? Dann könnte ich mehr Daten auf einen Schlag nach YouTube liefern. Dann wäre es auch besser. Nicht viel mehr. So ein Tacken müsste da noch drauf. Das haben wir eben versucht. Aber der rechnet auch anders um, aber dazu brauchst du auch eine Granate, ne? Ich habe so einen 32-Kerner hier drin, ne? Ein Treater, der arbeitet für mich gerade. Das war damals die Überlegung. Ja, kann ich ignorieren? Ja, mach mal eine. Oh, nee. Nochmal. So, reparieren, ja. Ja, muss, nützt nichts. Dann brauche ich. Bist du auch? Geht auch. Ist das nicht hier cool? Oh. Noch ein. Oh. Du auch. Oh. Alles reparieren hier. Er ist repariert und so weiter. Zurück. Ja, das geht jetzt nicht, wa? Okay. So, nee. Oh, das ist. So. Wenn ich den auch repariert krieg. Ne, da hatte ich nämlich keinen Bock hier ewig nach Händler zu fahren. Im Händler. Ich gehe so auf dem Boden hier so eine kleine Werkstatt ein. Würdest du das in echt auch machen? Ja. Hätte ich in echt auch gemacht. In so eine Ecke gesucht, ne? Ich habe immer meinen Kram selber repariert und gemacht und getan und in real auch. Jo, alles klar, der will nicht. Doch, da ist er. Zustand. Beschissen. Ja, mach. So sieht das gut aus hier. Wunderbar. Zack. So, rein. Schwaden. Die Bäume hier sowieso. Ja, erstmal Schwaden. Können wir jetzt damit machen. Nö, ja, brauche ich eigentlich die nicht für, ne? Ich kann hier meine Ecke packen. Das ganze Gebansel da dran, ne? So, zack. Nein, so. So. Komm mal los, mein Junge, auf der Runde. Alter, kommt gut an die Kurven hier. Darum habe ich den eigentlich ganz, ganz gerne. Den habe ich mir jetzt im 17er auch besorgt bei Mini. Klingt ja nur ein bisschen anders, aber da kann man ja noch mal nehmen. Also ich bin begeistert, dass du diese Map spielst. Karl-Heinz, ja. Gib den 19 eine Chance. Hat bei mir auch gedauert. Ja, die Modder müssen sich an den auch gewöhnen. Beide Teile habe ich. Das stimmt schon, Karl-Heinz. Aber irgendwo wurde der so wahnsinnig angeprangert von allen Leuten. Und bei dieser Anprangerei, dass das so ein super Spiel ist, bin ich doch enttäuscht gewesen. Ich gebe ihm eine Chance, natürlich. Das siehst du ja.
für mich alleine, was ich hier sehe, Ratten, Schafen, Affen, geil, ne? Wie gesagt, so möchte ich euch das aber auch geben, damit wir alle Spaß daran haben und hast du nicht gesehen. Diese Fummelei da jetzt selber noch wieder ran und all so ein Scheiß, da sehe ich dann irgendwo mal dann nicht so. Genau, in diese Map bin ich auch angefangen und Sport hab auch genau den Packer. Ja genau, moin Oma, wie geht es dir? Olli, wie steht's? Jo. Stehen tut nichts, aber gehen. Im Moment nicht, sitze ich hier, ne? Und mal sehen. Was ist nun los? Wieso geht das jetzt nicht rauf und runter nicht, oder was? Hä? Achso, weil der da drauf steht. Ja, alles klar. Ach, hier muss den umpacken. Hier muss man den markieren da oben. Im 17er nicht. Naja. Ich glaube, die Gemeinderade habe ich ausprobiert. Nö, ist nichts für mich. Ich will mich jetzt auch nicht festfressen mit Streams hier. Der 17er läuft weiter, Leute. Er macht mir einfach Spaß. Und das macht mir jetzt auch Spaß im Moment. Ne? Das kleine Bild da hinten, was da jetzt läuft gerade, da von YouTube wiederkommt, ist nicht so pralle, ne? Was für ein Mikrofon nutzt du gerade, Opa? Power Gamer Live. Rode NT1A habe ich hier neben mir, so einen halben Meter weg. Klingt gut. Das habe ich schon lange rumliegen gehabt. Das USB habe ich auch, aber das ist besser hier. Da habe ich mir gedacht, oh, klemm das mal an und schließe das mal an und steuere das aus und allen Kram, weil dann habe ich nicht dieses Ding ewig vorgeschnürt. So, eigentlich hier ist frei jetzt, ne? Sie haben keinen Zugriff. Ne, ist auch okay. Lass mal Zuhören mal Platz mal. Haben schon Stunde rum, wa? Ach, die Scheiße. Zeit, die wird's wieder da mal. Lieber Herr Gesangsverein. Ja. Naja, wollen wir mal gucken, ne? Die Modder sind diejenigen, die den 17 und den 19er attraktiv machen. Deins muss mehr bei den Helfer zum Beispiel was machen. Ja. Du, wenn nicht, ich hab den 17er, der macht mir Spaß und den 15er habe ich auch noch und der macht mir auch wahnsinnig Spaß. Und das Ding jetzt hier, mit dieser Map hier macht mir das auch Spaß. Schon. Nur wie gesagt, wenn ich dann da so nächsten Tag so ein Grimmelbild sehe da oben und so und ihr müsst das während des Streams gucken. Nö, das möchte ich lieber nicht. So, und ich habe jetzt so ziemlich die gleiche Einstellung in OBS wie im 17er. So, dann verratet mir mal, warum ist dieses Bild schlechter wie im 17er. Wenn das denn so ist. Ne? Das würde ich dann mal ganz gerne wissen. Vielleicht dann noch eine bessere Möglichkeit. Da ja noch was anzuschrauben, weil Bitzahl ist jetzt Schicht hier, Ende, das will ich nicht mehr. Oh ja nicht. Beim 17er geht es ja auch, da sieht das auch dann schon schärfer aus, ne? Oh, ja, ja. Nee. Ärgern tue ich mich jetzt im Moment nicht. Und wenn das sein sollte, dass das dann aufkommt, ja, dann hau ich den weg, den 19er. Weil Spaß an der Landwirtschaft, die kann ich auch so haben, ne? Also, an dem Spiel. 17 habe ich lange gespielt, den 15er auch. Der macht mir auch Bock. Den richtig eingestellt. Karte dazu und den ganzen Kram läuft das auch. Mal sehen, ob ich das mit der anderen Karte, die juckt mich einfach nur, ne? Erstmal. So. Wie gesagt, Masse Holz, aber
Manchmal bin ich so bekloppt. Moin, ich bin Nico. Filling, kennst du mich noch? Ja, toll, dass du mal wieder streamst. Ja, ne, Nico habe ich letztes auch gemacht. Vorgestern, irgendwie, ne? Wie gesagt, soll ja auch wieder richtig losgehen, aber dann ich mich da jetzt nicht um Einstellungen kümmern müsste oder so, dann würde ich natürlich einen 17er daddeln, weil das läuft. Aber auch mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja zusammen hin, ne? Was ist die Arbeit, die du im LS am meisten magst? Matthias, danach geht das nicht. Ich spiele das so. Ich habe selber Landwirtschaft gehabt. Einen Hof und alles, ne? Von meinem Vater und alles. Und da habe ich auch Heu gemacht und allen Kram. Und ich spiele das so, wie es kommt. Ob ich Lust dazu habe oder nicht, das spielt keine Rolle. Danach wurde damals auch nicht gefragt. Wenn die Zeit da war und das Wetter mitspielte, dann wurde das gemacht, was gemacht werden musste. Wenn das Korn reif war, dann wurde das abgedroschen. Und so weiter und so fort. Und genau so spiele ich das hier auch. Na, hier ist Wetter gut. Eine großartige Story habe ich jetzt im Moment noch nicht drauf. Wie gesagt, ich muss es jetzt wieder öfter datteln mal. Und für mich alleine brauche ich keine Story. Mir würde hier schon was einfallen jetzt. Ne, auch mal gucken, was man noch so tüdeln kann und machen kann und ja und so. Mal sehen. Nun habe ich heute gesagt, ich sage bessere Kontrolleure wie euch gibt es ja gar nicht. Sonst hätte ich das jetzt nicht öffentlich gemacht, ne? Ich habe gedacht, mach einfach an, mal sehen, was passiert. Oder wie es bei euch ankommt. Wenn ihr jetzt sagt, das ist gut. Also ich will nicht so ein Daddelkram, das einen Augenkrebs kriegt oder so, ne? Ist nicht anders, geht ein bisschen, okay, aber im Großen und Ganzen das neu. Und nochmal einmal um zu, ich lasse mir Platz zum Umdrehen. Hopp. Wie spielst du denn da gerade? Andreas. Ha, jo, moin. Holland Sheffield. Die werde ich auch weiterspielen. Die so ein bisschen schmuddelig aussehen, die Trecker. Dann kommen die noch am besten. Ich dachte also, die Details und so, das geht ja alles schon. Das ist gar nicht so schlecht, die. Da habe ich schon schlimmere Maps gesehen. Ja, wo die kleinen Friesenhäuschen teilweise, oder die Siedlungen, also wenn man mal durch ein bisschen so durch Holland gejuckelt ist, gefahren ist oder so, das passt schon. Das haben wir schon ganz gut getroffen hier. Und am liebsten ja nehme ich eine Map, wo ich gar nicht mehr viel machen muss, ne? Und dieses Rumgemodde, ja okay, aber ja, ne? Das Wichtige ist doch, dass du eine Betriebsmofa bekommst. Ein bisschen Kacheln verkraften wir schon. Eine Betriebsmofa. Jo. Mann, ich muss sehen, ne? Christian Riehl. Ja, moin heute. Wir haben eine 70. Welche Map ist das? LG aus Hessen. Moin. Heute ja mal LS17. Ja, alles klar. Ich meine, das steht auch noch, ne? Lesen kannst du, ne? Willst du vielleicht noch mal mit Janni zocken? Puh, das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Erstmal muss ich selber erstmal wieder zum Zocken kommen. Die wollen doch sowieso nicht mit mir spielen, sondern nur mit meinem Namen, ne? Das kann ich auch alleine. Hast du schon die Map Sandy Bay ausprobiert? Ja, im 17er. Hier habe ich mir die angeguckt. Nö. 17er muss ich auch wieder weiter haben. Dreschen, allen Kram. Nö. Hier kommt die nicht so gut für mich jedenfalls nicht.
Ich muss auch nicht jede neue Map irgendwo rumdödeln oder so. Brauche ich nicht. Die Größe, die ist nicht schlecht. Die spiele ich schon länger hier. Das war, wie gesagt, war das nur ein Update? Ich denke, na, muss ich neu anfangen oder? Nö, brauche ich nicht. Und Mikey, gut gemacht. Was? Jano, moin. Harry, ja. Moin, Harry. Was? Die Hörlernkarte im 17. Das ist auch geil auf der, das Spiel. Ich hab das Spiel von dir schon vermisst. Ja, ja, das ist ja nicht nur eine. Das sind ja mehrere. Wenn du richtig geguckt hast. Holländer. Ja, die kommen so schon ganz gut an meine Gegend ran hier, ne? Fühle ich mich wohl. Das ist so. Das muss passen jetzt. Nun geht er nach hin und her hier. Zack. Da läuft der gute neue. Glas Pack habe ich auch hier drin. Also muss ich nur mal den verkaufen und Glas. Große Mähwerk dazu. Darum habe ich auch nicht gespart da oben. Ne? 5 Acker Land gekauft hier. Ja, okay. Hauptsache Rudi fühlt sich wohl. Das andere ist alles Nebensache. Ja, sicher. Oder Rudi? Sieh, Butsch nie. Der Holland ist immer meine Heimat nicht. Da gibt es immer lecker Geneve nicht. Wie egal wo, das ist alles schön, ne? Ja, Rudi ist gut. Warum so denn hier? Ich bin nicht zu Hause jetzt hier auf die Hof, ne? Ich mag ein lecker Pan hier. Pankoken mit Geneve tunken, ne? Wenn du nicht kommst zum Essen, ne? Ja, Rudi, mach ich. Ja, Karl-Heinz Butcher, was genau ist der Grund, weswegen du den 19er nicht so wirklich magst? Ist das die Grafik, das Gameplay? Würde mich sehr interessieren. Ja, die Grafik jetzt, was ich sehe, ist okay. Also wenn ich es alleine spielen würde. Das Streamen, das finde ich nicht so pralle, was ich da finde ich den 17er besser, was ich jetzt wieder sehe. Was ihr seht, müsst ihr mir sagen. Dann habe ich einen Anhalt. Und zwar nicht flunkern. Ne? Ich sehe das morgen. Wenn YouTube das fertig hat und ich gucke mir das unten auf dem kleinen Monitor an, dann sehe ich, wie das aussieht. Dann habe ich auch einen Vergleich zum 17er. Ja, alles, die Skripte fehlen teilweise. Und wenn, dann funktionieren sie manchmal nicht richtig und irgendwie und Kram. Und das finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Das ist alles so, ja, teilweise lieblos dahingeklatscht. Für Leute, die jetzt den, ja, LS 15 und 17, ja, richtig gesuchtet haben, so wie ich, sage ich mal, ne? Sonst, wenn ich jetzt mal so gucke und dich da rangehe ein bisschen und so, die Einzelteile von den Fahrzeugen und so, das ist schon ganz, ganz gut gemacht, finde ich. Ja? Manuelles Anpicken zum Beispiel, ne? Da gibt es ja einen Mod, ich weiß, hab ihn ja ausprobiert. Problem ist nur, der schmeißt Lockfehler. Damals jedenfalls, ich habe noch nicht wieder, und bevor ich dabei gehe und das erstmal wieder alles einstelle und mache und tue und rummodde oder so, und das sehe ich da irgendwo nicht drin. Ich kaufe ein Spiel, was funktionieren soll. Tut es ja. Sieht ja auch gut aus, was ich sehe. Nur zum Streamen halt. Ne? Das ist dann wieder was anderes. Da kann ich nicht großartig Lockfehler gebrauchen, weil das kloppt mir eine Grafik rein irgendwann und dann sieht es bei euch wieder scheiße aus. Und das will ich ja auch nicht. Und nur des Streams wegen, sag ich mal, nur damit ich Punkte kassieren kann oder so und deswegen den 19er spielen. Nö, das mache ich nicht. Keine Lust zu. Das soll uns allen Spaß machen. Uli, moin. Was Map ist das, Max? Welche Map ist das? Ja. Holländische. Nicht ordentlich, moin. Ich freue mich noch. Moin. Moin, eine Frage, Nils. Ja. Ich frage mal los, wa? Ero Wabbeling. Moin, schönen Abend. Ja, das du. Schönen Abend hast du dabei, dann ist das genau richtig getroffen. Ne, das war auch ein Grund, schönen Abend haben, das auf alle Fälle, sollt ihr immer. Aber wie gesagt, ich hatte hier nachher rumgedreht und gemacht und, das könnt ihr mal sehen. Ne, jemand anders gefunden, der mit dem Teststream guckt. Wir haben uns früher immer mal welche da, aber das wird auch im Discord immer weniger und, naja, okay. Auch was anderes zu tun.
Dann habe ich mir gedacht, ach, ist doch bessere Kontrolleure wie euch, gibt's ja gar nicht. Ne? Also darum ruhig ehrlich sagen, wie seht ihr das, wie ist es? Die Auflösung und das genauso wie im 17er jetzt. Also das müsste, wenn das Spiel gut läuft mit einem und dran, eigentlich sollte das dann so auch kommen. Sind die Bitraten sogar noch ein klein bisschen höher gedreht wie im 17er. So, und wie sieht das jetzt aus? Ist das besser, gleich oder schlechter wie der 17er? Bitte ehrlich. Frank Boganski, moin. Ja, im Moment geht mir das ganz dementsprechend ganz gut, ne? Und das haben wir gleich weg. Man muss am Ende schnell die Presse umlegen und dann denk schmal, dann haben wir auch genug, ne? Pieken können wir dann nochmal machen oder was. Hast einen Daumen hoch von mir bekommen. Danke, Stefan. Nico, machst du Ballen? Ballen. Hier sind etliche Bauern oder ja, 3, 4, da kannst du Ballen verkaufen und die wollen immer wieder, ne? Die haben auch Viecher noch und machen selber nicht viel Silo und so. Dann die haben mich angerufen und ich sag, ja, so krass steht gut wie einige Stellen, soll ich können die haben, weil ich habe ja keine Viecher. Das will ich jetzt auch im Moment nicht. Ne? Nö, ist mir, muss ich ehrlich sagen, noch zu viel Gedödel. Die habe ich noch gar nicht, überhaupt noch nicht ausprobiert. Will ich auch im Moment nicht. Ich möchte jetzt mal genießen, wie das so wird. Morgen habe ich dann Anhalt drin, aber wie gesagt, von euch noch zwischendurch ruhig einschreiben, ne? Nico, moin. Ich müsse im 19er den Matsch. So, kann man alles einbauen, ne? Aber das sehe ich nicht ein. Dass ich da noch jetzt lange an rumbastel hier. Die ist jetzt so, wie sie ist hier. Außer ich habe mir da die kleine Werkstatt auf den Hof gesetzt. Und zum Waschen, mehr nicht. Alles andere ist so, wie sie ist. Und das finde ich okay, wenn mir die dann gefällt auch noch. So, wie sie ist, ja, dann hat der Modder genau meinen Nerv getroffen. Und das ist geil. Dann kann ich hier wirklich entspannt sitzen und auch spielen. Ne? Alles gut. Agas, du bist auch an. Morgen, Junge. Ja, schön, dass du reinkriegst, ne? Gut, bin laut worden, heute aber, na ja. Das wäre ja auch ein Test mit euch allen, ne? Rochon spielt. Schrief Mulrinder, wie sitzt du das? Ist das einigermaßen aus oder nicht, oder? Kannst auch euch Scheiße reinschreiben, das ist okay. Dann weiß ich, was los ist. Ruhigen Bewegungen, sieht alles super aus, Manni, ja? Aber das schnacken wir nochmal durch, ne, Manni? Ja, gut, man versucht so, sein Glück. Ist klar, es läuft auf 60 Frames hier. Das rechnet der dann ja auch alles um und runter und also mal sehen. Vielleicht klappt das mit dem neuen Hyper-Ding, was ich mir vorstelle, ja doch noch besser. Mal sehen, ich weiß es auch noch nicht. Aber dann mache ich eine von, ne? So, und dann haben wir das schon mal weg. Zack. Bild und Ton ist supi, Opa. Ja, Frank, ey, gut. Aber wirklich, jetzt ehrlich, ne? Seid ehrlich zu mir. Ist das so wie im 17er? Kann ja sein, dass das YouTube hier wieder her jetzt oder weiß ich nicht, ob Oma da irgendwas downloadet an oder so möglich ist, das weiß ich jetzt nicht. Weil mir kommt das vor, als wenn das so ein bisschen ja, mutschelig ist, was ich jetzt sehe hier, was wiederkommt von YouTube. Aber das ist im 17er auch mal und eins gut. Oh, dann ist gut. Moin Butcher, alles im Griff. Den habe ich morgen für mich auch nochmal. Gucke ich mir das nochmal unten im Büro an, da habe ich einen 24er Monitor. Je kleiner die Monitore sind, desto besser. Also was ich hier sehe, ist rattenscharf. Das ist total geil. Aus da kommen, ne? Das ist nur ein kleiner Monitor von YouTube wieder. Ist alles grün. Mehr habe ich nicht an Leitung. Pack 1 geht. Komm, wir wollen noch hoch wieder. Ja. Und dann werden wir uns da langsam angewöhnen. Dann kann man nochmal 19er dudeln. Kommt auch irgendwann eine Story damit dazu oder was. Da muss mir noch ein bisschen was zu einfallen. Ah, nee, da komme ich nicht rum. Nein. Schauen wir da rum.
So, schnappen wir uns den anderen und prezen nochmal eben. Oh, dann wackel ich aber nochmal eben, ne? Gebt ihr mir ein paar Minuten gleich mal eben. Ich mal eben auf den Pott kann, ne? Dann können wir noch ein bisschen pressen, wenn ihr wollt. Ich meine, von mir aus höre ich sonst auch auf. Spät genug ist es ja schon bald, ne? Oder wie war das noch? Oh, 10:30. Oh. Soll auch wieder eher laufen, dann wie gewohnt, ne? Mehr sage ich jetzt hier nicht. Warum wisst ihr? Ist tippitoppi. Johannes. Mittag. Ja? Und du willst ja nur, dass ich 19er weiter spiele, ne? Hier, sei nicht blöde. Ne? Ja, ja. Ich brauche dich gar nicht sehen, ne? Nein, ist schon okay. Also ruhig ehrlich reinschreiben. Ich versuche den ja weiter. Habe ich euch auch immer gesagt, dass ich versuche das, ne? Und hast du nicht gesehen und so. Und nun ist heute mal der Tag. Ich könnte die ganze Scheiße ein bisschen dunkler machen. Einen Tacken war da runter, aber das will ich ausprobieren. So sehe ich das, so ist Imsen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wollen wir sehen. So, den mache ich jetzt auski. Pilidatski. Und dann tue ich Pipi. So, Preze steht hier. Aber das ist ein Mond, ne? Univrap. Viel geil. Die packt die beiden auf der Seite. Die pieke ich sowieso denn. Auch die eingepackten, dann werden die Löcher wieder dicht geklebt hinterher. So, zack. Welcher hängt davor? 27. Mal gucken. Sprit ist noch in, dafür lang dann. Das ist sogar noch knapp eine Dings drin. So, ich mach mal so und dann mach ich mal kurz Pause. Ne? Rudi, spielst du einen auf, oder was? Siegebusche, für die mache ich alles für die Leute auch nicht. Du was Neues gelernt? Nein, noch nicht, aber kommt ihm nicht, ne? Hab ich auch meine Band mit, ne? Ja, dann spiel einen auf und dann kann ich mal in Pollern gehen, ne? Harry, danke! Das ist gut. Wenn gut aussieht, ist gut. Ja gut, jetzt haben wir ein Standbild. So Leute, bis gleich, ne? Rudi? Ja, also, ne? Pass auf, Leute, hier, 1, 2, 3, 4, ne? Geht, ne? Zack, zack. So, ich bin gleich wieder da, Leute. Thank you.
So, da ist er wieder. Ja, Rudi, danke. Ja, sie gebucht schon nicht für die Gemeinde, aber Ding an die Geneve nicht. Mach ich. Steht im Keller. Oh, die will ich da gleich mal hingehen, nicht? Mich für eine Karton wegstelle, nicht? So, eben sind jetzt auch wieder da, das geht auch. Ja. Einen frischen Butcherdiesel von Oma gekriegt. Aber jawohl. Ui, ist der heiß. Da können wir Blasen an der Lippe. Der Kubi, ha? Hesselbart, moin. Mark Trepper, servus. Grüß Gott, wenn du ihn siehst. Ja. Elias Euden, hi. Jo, ich höre was. Onkel Christian. Ah, Mensch, Christian, mein Junge. Da bist du. Also alle, die überlesen haben, sonst irgendwas, tut mir furchtbar traurig. Und, ein herzhaftes Moin hinterher, ne? Wir starten hier jetzt einen gemeinsamen Versuch mit der kompletten Community. Oder so. Geil. Danke, dass ihr mir helft, Leute. Und wir sehen, dass das so funktioniert wieder, ne? So, zack. Ach ne, wir sitzen da ja schon im Trecker drin, ne? Ja, siehst du, dann wollen wir das Ding mal anschmeißen. Alles klamm geämmt hier. Dann fahren wir nochmal eine Runde prezen und dann mal gucken. Das mache ich jetzt auch. Welcher Knopf war das jetzt? Ja, wenn ich das so genau wüsste, was? Alles. Das wäre ja schon mal was, ne? Ne, die brauche ich jetzt nicht. Geländewinkel wenigstens aus, zeige Linien an, aus, zack, weg, so, zurück, komm. Eine Klickerei, du. Oh, das hört sich ganz niedlich an, sag ich. Nicht so aufdringlich, nicht so klöderig, ne? Oh, 7,2, so, das sind so Maschinen, außer die Presse, die habe ich mir extra gekauft hier. Die ist da nicht bei Original, bei der Map hier. Oh, so die Treckeritis und das, ich denke auch, den Spur mit Fan, ne? Was soll's? Mein gut, einige stehen da nur auf Johnny, ne? Ist ja auch jemand hier, ne? Der steht nur auf Johnny, ne? Sabine, hast du eine Frau? Ich habe eine Frau, ja, wieso? Können wir noch eine anschaffen? Wollt meine Frau werden, Sabine? Was? Ja, ne? Cool, ne? Den musst du dich mir aber auch leisten können, ne? Voraussetzung, ne? So, Schmiede am Anski und lass uns noch eine Runde pressen hier, war noch ein bisschen klönen, ne? Botscher kann alle haben. Ja, Buddy, was denkst du denn? Hau noch eine, ne? Da tauche ich hier demnächst mit dem Turban auf, ne? Scheiß Botscher. Ali McMufti. So, was ist nun? Zack. Ja. Motor, verkehrte Knopf. Guten Abend, ihr Otto. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Oh. Schwarzer Wald.
Nichts Grünes, alles schwarz. Ja, weiß ich nicht, das so schön ist. Na ja, gut. Spaß am Rande, ne? Nee, schön. So, sieht's aus. Oh, mein Tempomat geht. Guck mal, was der abrast hier. Ne, das will ich ja nicht. Das ist viel zu schnell. Ja, ich bin ein Lütter und mal größer machen, wisst ihr? Ich kann ein bisschen scheiße gucken, auf den meinen scheiß Krankkram. Oh, na gut. Ich will nicht auf die Tränendrüse drücken. Nein, nein, nein. Verkehrt, mein Junge. Verkehrt. So, Pick-up war noch machen. Naja. Kriegen wir gebacken. Aber ich finde die gut hier. Obwohl im Pack ist ja noch mehr drin, ne? Was ist, läufst du? Oh, Löwen tut sie. Komm mal runter hier. Jetzt kann mal gucken, was nun passiert, ne? Oh, siehst du wohl. Wunderschön. Ah, hier ist er, der. Habe ich auch einen Mod drin, der hält automatisch an. Schmeißt die raus, wickelt Insen, dann kann ich schon wieder weiterfahren. Prüfer. Ist das nicht prima, Alter. Viele sagen jetzt ja, ja, das ist ja in der neuen Querneland und so, die macht das auch. Aber da gibt es einen Mod und der macht das schon. So, ich trete jetzt auf Gaspedal, schmeißt die ab und die nächste kommt dann wieder raus. Dann hält er kurz an, schmeißt sie aus der Kammer raus und geht weiter. Ich brauche aber nicht mehr Z drücken oder irgendwas, ne? Macht er alles von selbst. Sollte sie eigentlich auf die Seite schmeißen, ja, dann kann ich sie gleich so anpicken und wegholen. Oh, ich mein Butter. Was? Butter, was denn? Ah, danke. Christian. Spiel sie gerade das erste Mal auf Konsole. Finde ich das ganz gut. Ja gut. Guten Abend Butter, wie geht's dir? Lange nicht gesehen von dir. Nee? Nee, ich auch nicht. Ich habe von mir auch lange nichts gesehen, weil mein Spiegel ist kaputt, ne? Von neuem Baum. Ist das wieder ein Arschloch, ne? Der alte Sack, ne? Ja, ja. Ich mein Butter, du meinst Butter, ja. Axel Muggi. Moin Muggi, mein Jung. Moin Opa. Das ist live. Wow, dass ich das noch erleben darf. Ja, sicher, du bist auch so ein alten Sack, ne? Was glaubst du, was demnächst passiert, Meister? Hast du nichts anderes mehr zu tun, als zuzugucken. Immerhin nur noch live. Super, ich bin raus. Ich muss mal früher wünschen dir Scania. Jo, schön, dass ihr wart. Vielen Dank. Ne? Komm gut im Bett, schlaf schön, freu was alles. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Oh, hey Lab, du. Pass mal ab hier. Ich muss die M-Roller ut hier. So, zack, Manu. Muss ich den Knopf finden? Oh, das muss ich mir ehrlich. Na, ich bestelle mir noch was. Da kommt ein gutes Bild von, ne? Zack. Oh, ist aber auch fein. Gut, ne? Schönen Abend, Oberwil. Und Zuschauer, Agrarbetrieb Ostholstein. Aha. Kommt es nur mir so vor oder ist der Sound etwas laut? Ich muss echt gut zuhören, um Opa zu verstehen. Ich hatte den ersten Tacken lauter gemacht. Pass auf, Leute, stellen wir es wieder zurück. Kein Problem. Irgendwie ab und zu manchmal kein Problem. Lautstärke, was? 90. Die hatte ich vorher auf 80. Ganz zu Anfang. Und dann meinen einige ein bisschen leise. Ich denke auch, geh da mal höher, dann brauche ich nicht hier an der Software rumdödeln. Aber vielleicht ist es nur besser, mal gucken. Weil wenn ich rede, bin ich im Roten und der andere ist nicht im Roten, die Träger ist. Das ist angenehmer, ne? Ich bin noch am Silo machen. Jan van Deetz, extra Pause für den Spiel. Jo, ach Mensch. Wenn denn morgen was geworden ist, das werde ich sehen, dann gibt es den öffentlichen, kann man nachgucken. Das ist eigentlich nur, ne? So eine Checkung. Mit euch. Ihr helft mir gerade ganz gewaltig, ne? So, guck mal hier. Mal in den Tau. Bleibt sich das Dreck. So.
Alle im Chat einen guten Abend und so. Mucki, ja, ja. Achso, Fabian. Paddy. Nacht. Schlaf schön. Ich Gaming, hi. Alles kann ich hier nicht lesen, Paddy. Erstmal moin, ne? Und dann guten Nacht. Komm, guten Abend, Bett. Schlupp, go. Drömmert feindet, ne? Christoph. Unbedingt. Moin, Grüße aus dem, wa? Heidekreis. Siehste, so sieht das aus. Grüße zurück und so weiter. Ne? Das kannst du dir denken. Gut. Tarek. Moin. Nee, wa? Das gibt Ärger. Ah, dem machen wir bloß nicht. Warum da denn nicht? Solange ich da mit meinem Häcksler, ich habe ja keinen, aber dann, ne, wieder hochkrieg. Was will ich dann in den Ballen haben hier? Oma ist auch da. Oh, moin, mein Oma. Mein Schatzelein ist da, ne, mein Herzelein, ja. Haha. Wie es mir so geht? Na ja, ne? Ich so, hi, Obermanni. Ich press, da. Oh, den presst der Blatt. Genau, der kommt in den Ballen und ist auch gut. Wenn du auch gleich teurer, ne? Hilf! Moin, wenn er presst, Bibi, ja. Brigitte Bardot, ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Macht ja nichts, weißt du doch, Detlef, ne? Und so sieht man, wie die Futter die Tiere im ganzen Jahr bräuchten. Ja, ne? So sieht das aus. So, mach mich flach. Schnacken wieder. Harry, jo, Schluckboot. Träumen was Feines, ne? Auch nochmal rein. In der Hecke auch noch, wa? Oh, schöne Ligosta-Hecke hier, du. Oh, ne, da muss ich nochmal rein. Nein. Da liegt noch ein Planken. Sauber machen. Ne? Egal jetzt. Egal, Karl. Wie gesagt, so ganz genau wie. Kann ich das jetzt noch nicht spielen? Ich muss doch zu viel aufpassen hier im 19er. Aber es kommt mit der Zeit. Und dass sie so abnutzen, diese Maschinen und so und repariert, finde ich eigentlich ganz gut. Das ist wieder ein bisschen ein Stück Realität dazu, ne? Oma, schaut gar nicht so schlecht aus das Bild. Ey, das ist gut. Ja, gar nicht so schlecht, oder was? Vergleich das mal im Kopf vielleicht mal mit einem 17er Bild. Oma, dann schreib mal rein. Ich hoffe vom Bett aus weiter. Manni, so, Opa. Ja, Manni. Denn falls wir uns nicht mehr hören oder sonst irgendwas, wünsche ich dir auch eine angenehme Nacht, ne? Komm gut im Bett, zu lecken. Schlupp, gut und träum was Feines, ne? Wie sieht's aus? Jo, ich gehe auch schlafen. Bis die Tage, Opa. Mucki, jo, schlaf schön. Hey, du, ich guck bei dir mal in Discord, du bist ja nie da. Wollte mal schnacken mit dir, aber naja, kann ja auch hier mit dem Toastbrot schnacken, ist das gleiche irgendwo. Es gibt nichts Leckeres als Kartoffeln aus dem Ei. Richtig, Mannis. Nee, Spaß, ne, Axel? Und Discord macht sowieso einen Mucken. Dann bin ich mal irgendwo drin, dann fliege ich wieder raus und ach, mach mir gar keinen Kopf um. Muss nicht persönlich nehmen, ne? Man ist klar, es gibt. Jo. Hi, Gold. Manni, jupp. So, Ritter, Stopp, Gold. Wie gesagt, das ist heute spät gewesen wieder und das soll den Mischer eher dann gehen. Aber ich muss ja mal gucken, was das morgen für ein Bild ergibt. Mal sehen. Ob ich da was machen kann oder nicht. Also viel, nicht mehr. Doch mit einem schon, ne Oma? Neue Garka, ne? Da erhoffe ich mir dann noch ein bisschen was Schickes von. Ja, mal gucken. Aber da muss ich Oma erstmal überzeugen. Na, ja, ist immer noch. Sehr gut, das stimmt. Was? Da ist die UI Gold, ja warte. Moin Botter, alles fit. Jo, soweit ja. Hast du eigentlich einen echt neuen Schlepper? Ne, habe ich nicht mehr. Was soll ich damit? Wenn ich mir wieder so einen kleinen Hof anschaffen würde, eventuell, ja, dann würde ich mir so ein, jetzt nicht so ein Ding hier, aber da kriegst du ja schon ein Familienhaus für so ein Apparat. Oh ja, nee. Ein paar Hektar Land oder so, da langt so einen alten Hanomag oder was, was ich hatte, ne?
Oder irgendwie sowas. Also das ist okay. Ist zwar nicht so komfortabel wie so eine Gurke hier, aber so, dann ist das halt so. Musste ich früher mitleben und das war auch okay. So, ich hau mich erstmal aufs Ohr. Oh ne, Lukas. Das tut weh. Auf die Matratze. Ist besser, nicht auf dem Ohr klappen. Da kriegst du dicke rote Löffel von so entzündete Eiern. Nee. Ne? Finn, moin, wie geht's dir? Ja, moin. So. Ne? Hä? Keine Knete. Hast kein Geld? Oh, muss ich hier noch betteln gehen, wa? Oh. Oh, dann kann ich demnächst mal erstmal nicht spielen, dann setze ich mich in eine Fußgängerzone mit der Rasselbüchse und sammle mal ein bisschen. Was hast du denn früher für Schlepper? Ein IAC, ein Alden, Lütten und Hanomag. S3-34. Habe ich alles mitgemacht. Von meinem Papa noch mit übernommen, ne? Die Mähdresche hatten wir nachher in Glas Europa. Seitenklappe, ohne Korntank. Musste immer noch einer mitfahren und dann die Säcke vom Kornschieber abmachen und neu rauf, ne? 2 Zentner Säcke wuppen. Da kenne ich alles noch. Besser geht's doch nicht. Als ehemaliger Musiker hast du das Geld im Nu zusammen. Ehemaliger Christian. Ne? Ich habe schon, weiß ich, 10 Jahre schon keine Live-Musik mehr gemacht. Und im Moment wird das auch nichts. Ich krieg den Arm zwar schon wieder richtig gut bewegt, sag ich mal, aber noch nicht stundenlang da am Gitarrenhals fest und sowas alles. Und 12 Stunden da stehen und nur Volldampf, Entertainment machen und all sowas. Och, ist heftig, ne? Muss man erstmal wieder Auftritte kriegen und all sowas da. Und ich weiß nicht, ob ich da noch wieder mit anfangen jetzt. Im Dezember wäre ich 59 und wenn ich das schon mal geschafft habe nach diesem Crash, da bin ich schon echt happy, ne? Dann danke ich dem lieben Gott für. Mal sehen, du. Ansonsten, ja, dann wäre das kein Problem. Aber im Moment läuft das doch alles. Bist du doch. Deswegen buddeln die mir trotzdem keine bessere Leitung ein oder so. Muss man auch nicht so eine super, weiß ich, 500.000er brauche ich eigentlich gar nicht. Weil 17er war schon ganz gut. Was ist da, wie kriegt das im 15er auch so hin? Da kann ja nicht noch schlimmer sein oder was von der Grafik. Mit der Grafik runtergehen im Spiel? Nö, das sehe ich immer nicht. Also der muss genauso laufen wie der 17er. Big Mac, was hast du? Hat es. Du denn, alle werden immer, dass du krank warst. Big Mac, ich war krank, ich habe mir ein Aneurysma im Kopf geplatzt und ich hatte Einblutung im Gehirn und war gelähmt und all sowas. Und im Teufel ein paar Mal von der Schippe gesprungen, also Mist. Richtig heftige Sache, bin ich auch lange noch nicht mit durch. Ich freue mich, dass ich hier sitzen kann, mit euch reden kann. Ja. Hanno Butcher, ich sehe gerade, dass du stimmst. Geht es dir wieder gut? Also Ultra, moin. Ja. Ne? Also, endlich wieder, habe es schon vermisst. Ja, Kilian. Ups, siehst du, da fahre ich doch gleich sonst wohin hier. Also, was? Bin von außen gekommen. Alles mitgekriegt hier? Ja, was? Fein, wir bringen Geld. Gar nicht schlecht, wie du meinst. Wie geht's denn so um die Uhrzeit noch? Weiß ich, gute Besserung. Fabian, moin. Dankeschön. Ja, Mike. Dankeschön. Kein gut gebrochen, gute Besserung. Aber ist schon in den letzten Tagen ganz gut. Stabil. Eine Masse durch den Anno gekommen bei mir, dadurch im Körper und überall. Also immer sagte, ne? Oh, fahr ich jetzt nicht wieder. Also wer da genauere auskommt, guckt die Streams zurück. Da habe ich in den Streams hier vor, habe ich das dann auch mal ausführlicher besprochen. Da habe ich jetzt echt gesagt, irgendwo keine Lust zu. Ja.
Jetzt will ich einfach noch ein bisschen daddeln und mit euch noch ein bisschen Spaß haben und... Oh Mann, Und verpiss dich an der Seite. Zack, zack. Oder ist das gut? Aneurysma im Kopf. Auch wenn du googeln, dann bist du das. Mit Y geschrieben, ne? Nein, ich glaube, danke. Heiko, Steiner auf Moin. Sebastian, Glück, Moin. Danke, hast du gesagt. Gibt's Luftbär auch im 19er? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich würde dann auch den neuen Lostberg im 19er nicht spielen. Ich habe hier jetzt so ein paar Maps gefunden, die finde ich ganz gut. Da tüdel ich mich, habe ich mich auch schon mit eingetüdelt ein bisschen. Und ich glaube nicht, der gehört dahin, das passt alles so. Mache ich an und kann losspielen. Ne? Nochmal wieder umdenken und alles. Norman, gute Frage. Ja, genau. Nächste Frage. Power Gamer Live. Wie viele Bildschirme hast du da? 3 Stück. Mach ich mir noch 2 und zu, dann kann ich mich eine Runde drehen. Da kann ich das gut aufteilen. Ne? Da habe ich OBS an, hier mein Windows und den Chat laufen. Und groß, da muss ich noch mal ein bisschen kühlen, dann kann ich das noch ein bisschen besser lesen. Aber das ist auch wieder tagesbedingt. Müde wirst und abgespannt im Köpfelein und so, dann kann ich wieder schlechter gucken. Das ist auch, glaube ich, schlechter geworden und so. Naja, darum überlese ich dann noch teilweise mal was. Ich kriege gar nicht mit, wenn einer durchhuscht. Aber ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Roger Diesel auf euer Wohl, Leute. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und Dirk, so, Versuch 2, hallo, oder? Aber Dirk! Ein wunderschön. Schön von dir was zu hören. Klasse, wie geht's dir? Ich hoffe gut, ne? Oder soweit. Power Gamer Live. Okay, ich weiß ja. Mal wieder schnacken. Hast du auch gemeint gerade? Nö. Wovon sprichst du jetzt für 19er? Ich hab die, aber ich hab die auch mal angezockt, aber das ist nicht so mein Ding. Im Moment nicht. Vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht. Wie viel Zoll haben alle? Haben wir alle. Jeder hat 28 Zoll. 4K. Das ist wichtig. Müssen die können bei mir. Also ich will das schick haben. Also ich will das vernünftig sehen können, und das geht im Moment gerade. Ich hoffe, nur kurz, muss gleich wieder weg. Machen wir noch 14. Ja, moin. Das ist nicht schlimm, wenn du heute die Leute überliegst. Ne, Felix, das geht manchmal nicht anders. Dann baut sich da was und dann zack, verschwindet der Chat oben und jetzt anhalten und wieder runter scrollen und nö. Irgendwo ist gut. Ja. Bester Rad ist auch gut beim 17er. Ja, die habe ich. Ich bin mal umgebaut, aber da ist mir die abgeschmiert. Die müsste ich noch mal bei. Die habe ich noch auf der Platte, ja. Weil die gefiel mir nicht ganz so, wie sie war. Mit zu viel Schrott rum und lassen alles Texturen, die mitgeladen werden. Die läuft noch besser, wenn ich da ein bisschen aufräume, wenn ich dann Scheiß mache. Mache ich nochmal in Ruhe, Mußestunde, in Ruhe bei und so und ja. Und dann wollte ich die auch nochmal wieder anzahlen. Ja. Das finde ich einfach geil, das Ding. Jo. Wen hast du denn noch, wenn ich fragen darf? Welche ich noch habe? Och, etliche du. Weiß ich selber alle gar nicht. Müsste ich erstmal in Ordnung gucken. Ich hab's nicht gefangen. Frank, es muss nicht alles dir gefallen, was mir gefällt. Das ist so. Wenn ich sage, Butcher spiele, muss ich die auch spielen oder was? Das muss nicht. Denn wenn du eine da von Hochbayern gut findest oder was weiß ich, und das ist deine Welt, dann spiel die. Das ist das Wichtige. Es ist ein Spiel und es soll einen Spaß machen. Mein Spiel, was oder ja, eine Map oder wie auch da drin, die keinen Spaß macht, ist hier fehl am Platz. Da habe ich auch keine Lust zu. Buddies, schlaf schön, träum was Feines. Ich muss Tag gegen meine Rahmen im Norddeutschen Flair. Ja, Felix, natürlich. Darum spiele ich auch diese hier wegen dem norddeutschen, nordischen Flair. Ne? Also hier sieht das schon
oder die anderen, die ich im 17er spiele, hier Mimi und Antje, spielt ja auch in Holland und das sieht schon so aus wie hier ungefähr, mit Deich und Wasser und so, siehst du? Bei Mimi, die hat angerufen, müssen wir die Tage hin, Außendeich mähen. Geht auch Ballen machen, Silo geht auch langsam zur Neige, vielleicht können wir auch mal ein paar Ballen, Silo-Ballen machen und die wegkarren oder was, da haben wir immer was. Bodenbrützel spiele ich am 19er. Ich finde die einfach... Ja, siehst du, guck, Bohorn. Und genau so ist das richtig. Ja, genau so soll das sein. Findest du einfach geil. Genau das ist es. Das muss. Das ist richtig. Sind wir bald jetzt hier unterwegs. Ja, Frank, siehst du, guck, auch nicht schlecht. Habe ich mal angemacht, gefällt mir nicht ganz. So müsste ich ein bisschen was umbauen, aber im Moment habe ich da keine Lust. Hier habe ich gar nichts gemacht. Außer da hinten mein zwischen Asphalt hin und da meine Werkstatt und so auf dem Hof. Viecher habe ich gar nicht vor im Moment. Noch ein bisschen Ballen verscheuern und dann habe ich so viel zusammen, dass ich mir einen schönen Drescher kaufen kann. Dann kann ich hier ein bisschen lohnen gehen und sowas nach und nach und das ist gut. Matrix, moin! Dann kommt die Niederlande reloaded wieder. Ja. Oh, 17er meint. Ja, die habe ich heute auch im Kopf gehabt, aber ich habe hier noch einen rumgestellt und gemacht, habe ich ja jetzt erzählt und da habe ich mir dann gedacht, auch weißt du was? Ich habe niemanden anders gefunden, der mir einen Teststream mit anguckt und mir Tipps gibt oder, ne? Ich gedacht, wisst ihr was? Ihr seid die besten Tippgeber. Und da habe ich den öffentlich gemacht. Was dabei rauskommt, das sehe ich morgen. Ich gucke mir die anderen dann auch immer erst nicht alles an, aber sporadisch hier klick, klick, klick und gucken, wie sieht der im Groben und Ganzen aus. Der 17er. Und wenn der so gut ankommt, dann mache ich den öffentlich und das ist in Ordnung. So, und jetzt habe ich von euch ja auch Sachen. Ne, Fury. Ja, die neue Map 19, das ist auch sehr schick geworden. Ja, Fury, habe ich schon gesehen, die Bilder. Yo, Space oder was weiß ich, Rest kann ich lesen. Moin. Welche Map ist da das? Was? Das hier? Ah. Von Mike Modding. Wenn ich das richtig gelesen habe. Holland Sheffield. Und nach oben nach Freidorf. Muss da auch mal wieder. Ja, ich. Mit 15er muss ich erstmal wieder anmalen. Ein bisschen hindrehen. Mal sehen, ob Oma mir dann eine neue Karte irgendwann mal. Weiß ich noch nicht. Das ist ja Masse Holz, ne? So dicke habe ich das auch nicht. Mal sehen. Obwohl, die ich hier drin habe, ist immer noch laut Test die schnellste. Muss ich. Und den zweiten Rechner hier mit übertragen, das will ich nicht. Umrechnen, der hat Kerne genug. Das normale Rechner hat, das sind hier so viele Kerne drin, das sind 3 oder 4 Rechner. In einem Berg hin. Ist ja eine riesen Map. Welche, diese hier? Nö, geht. So groß ist die gar nicht. Ach so, die andere da, ja, vierfach, nö. Im Moment nicht. Im Moment spielt das alleine hier und erstmal muss das so laufen. Leitung und der ganze Kram. Und wenn das funktioniert, ja, dann kann man weiter gucken, ne? Oh, das ist bestimmt schon heiße Kohlen. Och, der kriegt seinen Kram auch, und du. Oh, die krieg ich auch nie. Und tatatat und fertig. So, und dann sind wir schon mal eine ganze Ecke Gebäude. Oder? Vielleicht 2 Stunden. Oh, ich denke mal, dann ist das gleich gut. Das können wir noch eben durchpressen hier und dann können wir so langsam mal uns für der Haier fertig machen, ne? Du bist ja ein Tandese. Oh, mein Rode. Ja, mach ich. Ja, egal, Hauptsache du streamst und wir haben hier eine gemütliche Runde zum... Ja, Fury.
auch so, ist auch ein Grund, ja. Ne? Ich sag ja mal, mit der Zeit fällt mir auch noch genug ein. Das beste LS ist das 2007. Ja, wenn du meinst, dann ist das so. Wenn das für dich das Beste ist, dann ist es das Beste. Da hast du vollkommen recht. Tizian, ne? Pop. Natürlich. Sag ich nichts gegen. Das Spiel für dich das Beste ist, dann ist das das Beste für dich. Weil das ja das Beste für dich ist, ne? Warum kann das ja eigentlich dann nur das Beste für dich sein? Also, was für andere nicht das Beste ist, ist das nicht so schlimm. Aber für dich ist das das Beste und das ist genau richtig so. So. Kann nicht immer alles das Beste sein, für alle. Alle geht nicht. Alle unter einen Hut kriegen. Geht ja teilweise hier schon ganz gut. Dass wir uns vertragen und wie Fury schon schreibt, hier eine gemütliche Runde zum Klönen haben und hier kommt ein bisschen was und da was und ist doch gut. Aber ich bin immer der Meinung, dass dann auch die Grafik und also die Bilder auch stimmen müssen, ne? Weil es sind halt Filme und dann brauche ich ja kein Bild anmachen. Dann brauchen wir nur labern oder was. Gerd und Helge, die waren bestimmt auch noch, Butcher. Hast du noch ordentlich? Was zu tun? Ja, doch an. Gerd und Elke, ja, die sind immer noch in Dings, ne, hier in Schöneberg, ne. Hab ich auch noch. Hm. Tüngsdorp. Hab ich noch die Oma und Opa. Hier im Kartoffelhof, ja, ja. Nun ist das die Holland Scheffel. Jawohl, sie ist es, so ein Unternehmen. Lieber Butcher, da muss ich Flori nochmal zustimmen. Ja, richtig, Flori, ne. Das muss alles so ein bisschen zusammenpassen. Ein bisschen was zu gucken haben, wenn ich mal was Neues gefunden habe oder zurecht gebastelt, dann kann ich euch das sagen oder zeigen und was man machen kann und wie auch immer, ne? Deswegen muss man nicht immer gleich das alles haben, was andere haben oder so. Seid mal mit dem zufrieden, was ihr habt, bin ich auch. Darum nehme ich jetzt auch die Trecker, die hier drin waren, so immer im Spiel schon. Ich finde sie gar nicht schlecht. Ich brauche jetzt irgendwie und och, ist das für die Größe, was du hier vorhast und machst. Würde ich mir in echt auch nicht anders kaufen. Oder da jetzt die verkaufen, neue kaufen. Die sind ja dann neu im Spiel Anfang. So, und das einzige die Presse. Das ist ein Mod. Oh, die ist im Dingspack auch. Das hat mich mal gereizt, dass das na, Class-Pack. Kommt dann auch noch. Das spare ich auch hin. Erstmal ein Drescher oder was, damit wir die Bauern bedienen können hier mit Dreschen nachher und so einen ganzen Kram. Ist hier auch nicht bei. Ja, und dann kann man da ein bisschen tüdeln und hier was, ja. Und der da mit seinem komischen Dings, da gehe ich hier nicht bei. Gibt's hier nicht im Norden. Dann noch Baumwollflöcker kaufen und so einen Scheißdreck da. Den Scheiß, der wird auch noch geflügt und ist doch gut. Mein lieber Watcher, ja genau. Floyd, moin. Nächste mit eins noch in Abstecker nach Bandico. Ja, habe ich auch noch drauf. LS15, mal hochbeschichtigen bei mir auf dem Hof. Ja. Den habe ich auch noch. 15 habe ich auch noch drauf. Muss ich mal wieder anmachen. Muss ich mal selber ein bisschen rumdüdeln hier. Und dann auch mal wieder, wie gesagt, anfangen und Let's Plays basteln. Finde ich auch gut. Muss gut. 10 Minuten, Viertelstunde, ne? Matze, na wenn? Mal gucken, kleinen Moment gucken. Ja, und alle Zuschauer außerhalb des Chats, einen wunderschönen guten Abend. Schönen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Muss mit Maus wieder rüber. So, das wird auch nichts mit dem Nachbarn hier. So, zack. Ne, ach so, ja, gut. Oder Happy und Licks weg, ne? Juri, was haben wir heute zum Beispiel von dir alle Folgen ETS angeschaut und die könnte ich mir noch dreimal anschauen. Die ganzen Streams vermitteln einfach so ein Flair, das Spiel ist. Ja,
Theorie, da bin ich auch wieder ran. Das soll ja Spaß machen, genau so. Auch LS, ETS wieder und so ein Kram. Und noch gar nicht mal so viele Spiele habe ich gar nicht hier. Also früher für den alten Rechner, ja, da hinten ist eine Spielothek oder was, ne? Die laufen teilweise auf 10 nicht und wenn dann nur mit Umwege und irgendein Scheiß und ach ja. Aber das, was da ist, das wollte ich dann auch nochmal umsetzen. Auch mal ein Ballerspiel machen oder sonst irgendwas. Mal zwischendurch was anderes. Bisschen was Romantisches. Mal sehen. Was einem noch so einfällt. Und wenn ihr Ideen habt, wisst ihr ja, ne? Einfach reinschreiben, auch morgen im Stream da unter oder in die Kommentare oder was, ne? Dann endlich mal wieder Butcher-Stream. Hat mir so gefehlt. Ralf Huhn. Guten Tag, Ralf. Schön, dass du reinguckst. Moin. Pharmazock-Teil. Könnt ihr mich noch so gut verstehen alles? Also ich höre mich hier gut beim Monitoring. Das Verhältnis von Tracker zu Dings. Kann auch, wie gesagt, kleinen Moment, das ballert mal eben. Das Mikro noch ein Stück ranholen hier. Ich stelle das noch ein bisschen dichter zum Mund. So. Ich habe immer noch Platz genug. Siehst du, jetzt seht ihr das auch so ein bisschen, aber ich denke mal, das fällt jetzt mit der silbernen Jacke hier, mit der grauen gar nicht so auf, ne? Da ist jetzt auch noch mal so ein Spinnenkorb bei und da das, ach, das habe ich weggelassen, den Scheiß brauche ich nicht. Und extra, auch ein extra Ständer, der nicht verbunden ist mit dem Tisch, damit man den vom Lenkrad nicht hört und sowas. Oh, muss ich sagen, das klingt, was ich jetzt so höre, eigentlich ganz gut. Ohne Bass dazu, ohne Höhen oder sonst irgendwas, das einfach nur Steck rein und laut machen. Das ist der Ursound vom Mikro. Moin, was geht? Ich liebe deine Videos und Streams. Marokko, hallo. Moin. Schönen Dank fürs Kompliment. Wie alt sind Sie eigentlich? Der Farmer zockt. 58 zurzeit noch. Ab Dezember nicht mehr. Wenn ich das schaffe und da nichts mehr zwischenkommt wie nächstes, wie letztes Jahr, sag ich mal. Ne? Die meisten wissen das, ja. Denn, ja. Dann gehe ich ganz hart an die 60. Cool, wa? Der hat immer noch Spaß, das darf doch gar nicht sein. Ne? Hallo Butcher, schön dich zu sehen. Stefan, moin. Moin, bin jetzt losgefahren zum Ballenholen, fahre die ganze Nacht durch, schönen Abend noch. Ja, Florian, das habe ich früher auch gemacht. Das werde ich nicht mehr tun. Weil das ist nicht gesund, das merke ich auch. Schlaf ist ganz wichtig für mich. Ne? Gehirn ausschalten, nicht ganz ausschalten, aber dass zur Ruhe kommt. Ne? Ganz, ganz wichtig. Herr Farmer zockt, Respekt. Ja, danke schön. Ja, mir macht es aber auch einfach Spaß, ne? Und ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ich bin schon in Rente. Wie gesagt, die meisten wissen das, ich bin letztes Jahr sehr, sehr krank geworden und all sowas. Und ja, und ich sehe einfach nur, macht mir Spaß. Auch das mit euch, dass ihr alle da seid und so freundlich und nett seid und mir helft auch, ne? Und zu Quali zu gucken und sonst irgendwas und finde einfach toll. Wie eine große Familie, ist ganz toll. Fühle ich mich ganz, ganz wohl. Vielen, vielen Dank an euch alle, ehrlich. Ich will es nicht schleimen, aber das ist mein ehrliches Empfinden. Danke. Andreas, jo, passe. Im Stream machst du ja so einzigartig, Butcher. Die Spiele sind für mich nur schmückendes Beiwerk und so muss das auch sein, dass es auf die Person ankommt. Ja, Fury. Auf dich natürlich auch, ne? Du bist ja auch schon so lange dabei, ne? Und das ist immer wieder schön. Wir freuen uns. Butcher ist zurück. Norman, jaha. Wie gesagt, wenn das alles so klappt und läuft, dann... Wie gesagt, ich hatte mir vor ein paar Tagen einen ganzen Karton jetzt bestellt mit Halter und Kram und 8 Zoll Gewinde und hast du nicht gesehen. Mal sehen, ob ich mir da noch eine bessere Kamerahalterung zusammen basteln kann, die immer wieder an ihren Platz kommt, wenn mal was ist. Plack daran und dann passt das. Diese Einstellerei geht dann auf den Nüsse, aber naja, das gehört halt dazu. Ne? Im Moment, was ich da sehe, ist ja ganz gut. Versucht das immer so gut wie möglich zu machen für euch, ne? Umso mehr Spaß macht es auch. Darum heute mal sah nicht schlecht aus. Ich denke auch, mach mal an. Am besten beurteilen könnt ihr das. Und jeder hat ein bisschen eine andere Leitung oder sonst irgendwas. Darum ruhig immer mal reinschreiben, ist das okay?
nicht, um das weiterzuspielen. Also wenn der mir keinen Spaß machen würde und das Bild wäre super top, dann würde ich ihn trotzdem nicht spielen, ne? So nicht. Ne, 17er, der geht so weiter. Genug zu tun. So soll das sein. Man soll machen, was man Spaß macht. Ist halt richtig. Armer. Sehe ich auch so. Vor allen Dingen nach Feierabend. Wenn man seinen Tag gearbeitet hat, gut, das mache ich ja jetzt nicht mehr, aber für andere, die sollen abends dann noch Spaß haben zur Entspannung. Ne, damit sie den nächsten Tag wieder gut bestehen und nicht in so ein scheiß Stressloch reinfallen wie ich damals. Dass denn dann auch sowas passiert, ne? Moin, Like ist da, ein Abo auch. Alex Gaming, erstmal schönen guten Tag. Schön, dass du reinguckst und vielen, vielen, vielen Dank für deinen Daumen und für dein Abo. Vielen Dank, Alex. Ganz großes, liebes Dankeschön. Freue ich mich immer wieder drauf. Das ist für mich eine Bestätigung, dass ich das für euch richtig mache. Nicht für jeden, aber so. Das haben wir weg, ne? Das sieht ganz niedlich aus. Oh, da kriege ich noch ein bisschen was hin, das weiß ich. So. Den Muck wie gut. Das Ding da oben. Packen wir den ein. Dann fahren wir erstmal am Hof. Servus, Abo und Like ist da. Alex, der Krieger. Vielen Dank, Alex. Dir auch Daumen. Ganz, ganz lieben Dank für ein Abo und für deine Daumen, ne? Kann ich gut gebrauchen. Ja, das geht einem dann mal wieder runter wie Öl, ne? Das ist nicht, dass ich ein Abo-Jäger bin. Das eigentlich nicht. Aber freue ich mich wirklich ganz, ganz doll über. Young. Oh, wie heißt das? Das ist ein bisschen klein manchmal. Ich kann das schlechter gucken jetzt nach diesem Crash letztes Jahr und so. Aber das habe ich euch ja erzählt, ne? Ich hab dir auch ein Abo da gelassen, Butcher. Oh, Shunny Boy. Moin und danke dir auch, Daumen. Dass die Arme gleich oben war. Das für jeden recht, das. Nee, Onkel Christian, das ist. Ne? Aber so gut wie es geht, versuchen wir das. Das war uns alle, da gehöre ich auch zu, unter einen Hut kriegen. Das machen, was uns Spaß macht. Und wenn uns das Spaß macht abends, ist das doch eine tolle Geschichte. Ne? Alles fit bei dir, Junge? Ja, soweit schon wieder. Alex und Krieger, bitte, bitte, kein Problem. Dankeschön, Alex, doch nochmal. Ne? Ist nicht selbstverständlich. Bei mir auch nicht. Also, ich weiß, ich den jetzt nicht, wenn das Thema nicht passt und das interessiert mich nicht, ja, warum soll ich dann irgendwas so mit Abo belassen oder was? Das ist ganz einfach. Videos einfach top. Danke, Shiny Boy. Wenn wir Mühe geben und da weitermachen. Das soll alles wieder noch wieder richtig in den Gang kommen, ne? So wie früher. Das kriegen wir auch wieder. Das kommt alles nach und nach. Je mehr man macht, desto besser wird das alles wieder. Und witziger und mal so, ne? Wie gesagt, das war heute auch ein Probeding. Ja, süße Kajosche oder Mien. Sozusagen. Ein bisschen angraben, dann läuft das gleich weg, der Scheiß, ne? Oh, Piste. Dann sauber machen. Und wir eigentlich unseren Soll, was wir heute machen wollen, erstmal weg. Das auch wegpieken, aber das kann ich immer noch machen. Hier gibt's doch so viel zu tun. Welche Map ist das, Opa? Jan van Litz, das ist die Holland Sheffield. Da gab's gestern, vorgestern ein Update und ich habe die Spiele schon länger so für mich, um auszuprobieren und denke, na, ob das geht. Ja, absteht einfach nur rüber installiert und kann da weitermachen. Also das hier ist da nicht drin, das habe ich selbst gebaut, ne? Aber wenn du auch sowas haben willst, ist kein Problem, muss man Bescheid sagen im Discord. Kriegen wir gebacken. Ich habe mir hier, den brauche ich nicht immer zum Händler fahren und, ne, wo kann ich denn meine Sachen selber reparieren hier und so was. Ja, ich könnte da jetzt rüber hüpfen, aber das geht ja nicht, weil ich eigentlich an unsichtbar, ne, weil es Schlauche dran hat, ne? Hier wird sich denn ja nur vertüdeln, das Ding, ne? So, siehst du? Oh, schöne Gebrauchsspuren, das ist gut. Muss auch sein. So, siehst du, gehen wir raus, zack, und dann machen wir da rein. Hier kannst du Fahrzeuge anpassen, reparieren. Ja, das ist gut. So, wenn du Fahrzeuge hast, ja. Nee.
Ja, ich bin schon so lange hier und werde auch bleiben, weil ich fühle mich hier pudelwohl und das schon seit Anfang an konnte. Ja, Fury, natürlich. Was wäre das alles ohne dich? Ne? Ach, richtig, Luxemburg, ne? Glaube ich. Ist ein paar Schrauben nachgezogen. Geht der Tapper? Scheißdreck, irgendwie nicht so richtig. Mal geht er nicht. Ja. Und du? Ja, hier. Die Presse auch noch mal eben abschmieren und so. Na. Ich mein gut. Ja, okay, steht hier in der Ecke. Den kann man auch noch rausnehmen. Oder muss man denn wieder dazu in den ne? Das geht. Mal sehen, vielleicht mache ich dann noch, oder? Keine Ahnung. So, was haben wir hier noch? Nix, zurück. Wunderbar. Gut. So, ablecken kann die in der Halle. Mein Butcher auch mal wieder am Stream. Top. Yo, Kevin. Moin. Und das alles Mod. Nee, die Presse ist ein Mod und die Trecker und der Restkram, die sind eigentlich hier drin schon im Spiel. Der Hänger, das ist aus dem Fliegelpack. Man kommt für längere, kürzere nehmen und sonst irgendwas. Auch für die Beine, das passt. Da kriegt man knapp 30 Stück auf oder so. Gut gepackt. Jo. So, liebe Leute. So, die ist ja nun, ich habe da noch ein Stück zu drillen, aber mit dem Ding, ich glaube, da muss ich mal mit Henley schnacken. Weiß auch gar nicht, wie die hier heißen, die Jungs. Oh, je öfter ich da auf rumdödel, desto mehr fällt mir ein, ne? Storymäßig. Und dann können wir das auch wieder machen. Siehst du, morgen will ich erstmal ein paar Halter ausprobieren mit der Kamera. Hm, da waren ein paar Schicke bei. Eigentlich gut laufen müssten, so. Hier ist ja noch so ein Joschkin bei eigentlich. Den hier brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich eigentlich hauptsächlich Ballen mache. Silo fahren, Viecher will ich im Moment nicht. Das ist auch kacke, da komme ich nicht rein, kriege die Tür nicht auf. Dann kann ich auch andere Ding wieder nehmen. Brauche ich das Update nicht, das stand drin. Tore sollten auf und zu gehen oder keine Ahnung oder was. Soll ich mal neu anfangen, weiß ich auch nicht, mal sehen. Doch, die geht auf. Und wieso geht die nicht auf? Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Ach, das ist, wenn du Viecher hast, dass die... Geht der auf? Nee, auch nicht. So doof. Nee, die können ja da raus. Und dann kann ich da rein zum Füttern und da auch, oder was? Du siehst ja auch keinen Bock auf. Nö. Die geht auch von außen. Ah, siehst du. Kann aufbleiben. Kann man Luft rein, ne? Die ging auch von außen. Naja. Der geht auch auf. Brauche ich jetzt nicht. Doch, kann ich ruhig aufmachen, weil Viecher habe ich sowieso nicht. Ich mache erstmal so. Ne, die sind alle geil hier auf. Die will nicht. Eine geht, andere nicht. Also. Oh, Mikey, was hast du hier gemacht? Ja. Das finde ich dann, da kommen mir die Galle hoch oder was, ne? Hast schon so ein Ding, willst du mal rein, dann geht er nicht. Also, das ist kacke. Das ist luschig, muss ich ehrlich sagen. Kann man machen, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Endlich nicht. Ich will das einfach mal spielen, das Ding. Sonst nichts. So. Gut, liebe Leute. Ja? Alle mal Herz in den Chat. Fahren wir zack. Willkommen bei Butcher. Ihr dürft gerne ein Abo oder ein... Moment, Rode. Dankeschön. Ist schon wieder voll bis oben. Im bei Richard und am Tisch im... Ja, Richard ist ja ein Fury, der ist ja ein Dings hier, ein 17, ne? Bei Mimi. Bei Antje, das ist Willem, Richard und den hier weiß ich noch nicht. Ich glaube Job oder so ähnlich hieß der, oder? Nee, das war der aus Holland, Reloaded Netherland oder wie. Ja, da will ich auch die Tage wieder an. Hier habe ich mir auch so ein bisschen hergerichtet damals mal, 17, ne?
Wo ist das jetzt so ein großer Unterschied für euch, der 17er oder der 19er, wenn wir das spielen hier? Also ich muss sagen, so in echt jetzt so eine Sachen oder so, die sind für mich im 17er einfacher, weil da weiß ich genau, was geht und was nicht, oder das meiste geht auch alles. Aber euch möchte ich mal die hören, ne? Kevin, danke, danke, danke. Nico, alles ratzockt, André, die, danke. Tom Heinrich, danke. Obermanni, danke. Jörg Müller, danke. André, gleich noch Discord oder wann? Und Rode, danke schön. Alle, oh, die ganzen Herzileins. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich habe euch alle lieb. Echt. Oh, ich muss mal noch einen Schluck Kaffee nehmen. Oh, und Oma extra stark gemacht, damit ich auch nicht schlafe heute Nacht, ne? Auf euer Wohl. Schluck Boccia Diesel. Beide sehr gut. Hier, Paul. Supi. Dann können wir auch mal wieder 17er spielen, ne? Hier, das pendelt sich ein. Wie gesagt, die Map selber habe ich schon lange gespielt. Das ist jetzt ein Update. Warum auch immer, sonst irgendwas. Wie können wir da denn weitermachen? Das geht ja noch mit Reschen los. Und wie gesagt, ich habe da noch so ein paar kleine. Auch mal was mit Gebirge. Ja, so also Berge, an den Hügel. Hügel. Ich gucke mir morgen das Ergebnis hier an. So, wenn ich mich bewege und so. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ich kann seit langem nicht mehr in LS rein. Der Bildschirm summt. Das Zeichen wird kurz angezeigt, aber es öffnet sich nicht. Anonym. Vielleicht mal neu installieren. Welchen LS 19? Der Bildschirm summt. Irgendwas zu viel. Hast vielleicht die Auflösung zu hoch gedreht und dein Bildschirm packt das nicht? Kann sein. Also dann sei vorsichtig, sonst macht es irgendwann Bumm und dann geht er gar nicht mehr. Diese Nachricht wird zur Überprüfung zurückgehalten. Andreas Nips, Dankeschön, Obermanni. Betriebsmover, ja, kommt auch noch, passt mal ab. So, wo Load hat wieder? Half 12, so Leute. Halbe 12, ich denke mal, dass wir dann machen eine Schluss, gell? So, dann machen wir jetzt mal eben, ne? Tralala, und dann wollen wir zusehen. Ja Leute, sind wir mal wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen beim 19, dass es einigermaßen ging. Um einen oder anderen noch was einfallen, dann bitte in die Kommentare schreiben. Ne? Gucke ich doch mal nach. Und so, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, Christian, komm doch ins Bett. Also die Leute, die mal eben so schnell... Ne? Kannst du mir... Soll dich pushen. Ich push dich gleich weg hier. Ne? Super. Andreas Nips. Nach. So, an alle, die ich jetzt überlesen habe, die durchgerauschen, außerhalb des Chats, liebe Leute, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt alle gut ins Bett. Schlaft schön. Träumt was Feines. Und es Knubbidi. Gute Nacht. Mal eben kurz Dizzy. Discord, ich mach gleich an hier da. Na, ne? So, dann nochmals vielen, vielen Dank für alles und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Butcher.